Ein Europäer sollte stolz sein können, auf Europäer zu sein, wenn wir eine auch soziale Union hätten, nicht so wie heute. Der Schnittpunkt in unserem Modell liegt bei 80% der Österreicher. 80% aller Österreicher haben einen Vorteil, wenn das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt würde. Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, ich bitte Platz zu nehmen. Ganz herzlich möchte ich Sie zu einem Vortrags- und Gesprächsabend mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen als europäische Bürgerinitiative begrüßen. Die Überlegung zu einem Grundeinkommen noch vor jeder Erwerbsarbeit beschäftigt uns in der evangelischen Pfarrgemeinde schon seit Jahrzehnten. Seit dem Erscheinen des ökumenischen Sozialwortes im Jahr 2003 ist die Diskussion aber allgemein ganz neu erwacht. Die an Armutsbekämpfung und sozialer Gerechtigkeit interessierten Personen und Gruppierungen haben von Neuem das Für und Wider erörtert. Ich bin froh und dankbar, dass zum heutigen Abend neben dem evangelischen Bildungswerk Mödling auch die Mödlinger Ortsgruppe der Arbeitsgemeinschaft für Christentum und Sozialdemokratie, Leiter ist der Gemeinderat und ehemalige Sozialstaatsrat Stefan Szymanowa, der heute Abend verhindert ist, weil er leider einen schweren Radunfall erlitten hat, aber sein Vater vertritt ihn würdig. Und Diakon Fritz Krull von der katholischen Arbeiterbewegung zu diesem Abend, also wir gemeinsam, eingeladen haben. Inhaltlich wird der Abend von ATTAC gestaltet. Das ist die Abkürzung von Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens, also Vereinigung für eine Finanztransaktionssteuer zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger. Sie wurde vor ungefähr 10 Jahren in Frankreich gegründet und hat sich rasch über den Kontinent ausgebreitet. Ich begrüße ganz herzlich die Vortragenden Uli und Diplomingenieur Klaus Sambor und den Moderator Dr. Peter Eichler. Sie sind ja bei uns alle keine Unbekannten. Ich habe das Plakat noch herausgefunden. Vor nunmehr 5 Jahren hat Klaus Sambor hier im Saal einen Vortrag mit dem Thema gehalten: Was kostet ein bedingungsloses Grundeinkommen? Und das erstaunliche Ergebnis nach intensiver Diskussion war, die Einführung dieses Grundeinkommens wäre unter Berücksichtigung des damaligen Bruttosozialprodukts in Österreich machbar, wenn der politische Wille dazu vorhanden ist, wäre oder so. Heute, eine katastrophale Finanzkrise später, mitten in einer schweren Schulden- und Wirtschaftskrise, setzt ATTAC erneut auf die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens und möchte sie mit dem neuen Instrument einer europäischen Bürgerinitiative durchsetzen. Angesichts der aktuellen Verhältnisse in Europa werden da selbst gutwillige Menschen skeptisch und fragen: Wie soll das zugehen? Wir sind gespannt auf eure Ausführungen und das anschließende Gespräch. Ja, ich möchte Sie auch herzlich begrüßen namens der ATTAC Regionalgruppe. Und das Erste stelle ich Ihnen nur den Referenten vor, Uli und Klaus Sambor.
Sie sind schon seit vielen Jahren tätig im Bereich bedingungsloses Grundeinkommen. Sie sind führend tätig in der ATTAC-Inhaltsgruppe Grundeinkommen. Es gibt ein Netzwerk Grundeinkommen, einen runden Tisch Grundeinkommen, die Katholische Sozialakademie, die Katholische Arbeitnehmerbewegung gehört dazu. Also mehrere Institutionen, die sich engagieren für dieses bedingungslose Grundeinkommen. Ja, und die beiden sind auch führend tätig jetzt bei dieser europäischen Bürgerinitiative, bei der Einfädelung dieser Bürgerinitiative. Ich freue mich sehr, dass wir quasi aus erster Hand die Informationen von euch bekommen. Bitte. Ja, also ich danke sehr, dass wir die Gelegenheit haben, über dieses Thema mit Ihnen zu sprechen und will Ihnen ganz kurz vorstellen, was wir im Prinzip für Bausteine für diesen Vortrag hätten. Einmal ATTAC-Programmatik neu, das bedingungslose Grundeinkommen, wie das hineinpasst in die Gesamtprogrammatik von ATTAC. Dann wollen wir den Punkt 1 auslassen, die Ist-Situation, Armut und bedarfsorientierte Mindestsicherung wollen wir einfach weglassen, wir wollen nur Positives hören. Punkt 2, ATTAC-Positionspapier für ein bedingungsloses Grundeinkommen, da wollen wir sozusagen noch einmal erinnern, was wir schon einmal auch erzählt haben, da würde meine Frau dann diesen Punkt bringen. Ich möchte dann kurz auf ein Diskussionspapier zur Umsetzung des bedingungslosen Grundeinkommens eingehen. Da gibt es auch ein Finanzierungsmodell und je nach Wunsch können wir stärker oder weniger stark auf diese Frage eingehen. Was mir aber dann ganz wichtig ist, ist eben dieser Punkt 4, Europäische Bürgerinitiative für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens in Europa. Also das ist das, was momentan also ganz aktuell ist und da kann ich gerade den allerletzten Stand zeigen. Was ich also genau zunächst einmal sagen möchte, ist diese gesamtgesellschaftlichen Ziele, die ATTAC hat. Das sind drei Ziele, das ist eigentlich ganz einfach gesagt. Das erste Ziel, die Würde aller Menschen wird geachtet, die grundlegenden Bedürfnisse werden befriedigt, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten gefördert. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel, die Ressourcen, also Boden, Wasser, Pflanzen, Mineralien und so weiter, werden ökologisch nachhaltig genutzt und im Interesse des globalen Gemeinwohls gerecht verteilt. Die Lebens- und Überlebensinteressen kommender Generationen werden mit berücksichtigt. Also das sind alles Dinge, die derzeit nicht so sind, aber das sind die Ziele. Und das dritte Ziel, Menschen entscheiden gemeinsam darüber, was für wen in welcher Form produziert wird, wie gemeinwirtschaftliche Güter genutzt und erhalten werden und wie die strukturellen Rahmenbedingungen dafür zu gestalten sind. Menschen gestalten ihr Lebensumfeld selbstbestimmt mit. Also das sind die Ziele. Und da gibt es eine Reihe von Prinzipien, die dieses Wirtschaften, die dem dann zugrunde gelegt werden, sind. Das sind eben vier Stück. Soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit, gerechte Verteilung von Arbeit, wir reden da nicht nur von Erwerbsarbeit, demokratische Organisation und Gemeinwohlorientierung. Also das sind so die Prinzipien. Und nur jetzt ganz kurz, wie kommen wir jetzt zum bedingungslosen Grundeinkommen? Da nehmen wir dieses erste Ziel, das ich vorher gerade erwähnt habe. Die Würde aller Menschen wird geachtet, die grundlegenden Bedürfnisse werden befriedigt, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten gefördert. Wie erreichbar? Schrittweiser Umbau des Wirtschaftssystems, und zwar ein Ausbau von Alternativen entlang der derzeit von ATTAC diskutierten 7 Transformationspfade vom jetzigen System in ein kommendes System. Und ein Baustein im Rahmen der Transformationspfade ist das bedingungslose Grundeinkommen. Also insofern bettet sich das ein in diese ganze Geschichte. Und bevor ich jetzt weitergehe, gebe ich sofort an meine Frau über und die sollte jetzt ganz kurz über diese bedingungsloses Grundeinkommen, Positionspapier von ATTAC sprechen. Ich möchte das mit Ihnen jetzt schrittweise durchgehen. Sie können hier mitlesen, wenn ich also drüber spreche. Ich beginne also damit, dass wir ja eine Veränderung wollen und ein wichtiger Schritt zu dieser Veränderung das bedingungslose Grundeinkommen ist. Es soll ein Baustein sein in diesem Transformationsprozess mit dem Ziel, ein gutes Leben für alle zu schaffen.
Es ist uns klar, es muss von gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen begleitet werden und ist selbst auch nur eine Übergangslösung in eine Gesellschaft, in der für alle von allem genug da ist. Also es soll nicht so bleiben, wie wir es jetzt vortragen, sondern es wird sich auch dann mitwandeln und ganz anders später aussehen. Albert Einstein hat jedenfalls gesagt, es gebe genug Geld, genug Arbeit, genug zu essen, wenn wir die Reichtümer der Welt richtig verteilen würden, statt uns zu Sklaven, starrer Wirtschaftsdoktrinen und Traditionen zu machen. Also was ist jetzt dieses bedingungslose Grundeinkommen, von dem wir hier sprechen? Es ist ein emanzipatorisches Grundeinkommen, ich komme dann noch darauf zurück. Und die vier Grundeckpfeiler sind: Es soll bedingungslos sein, allgemein, personenbezogen ausgezahlt werden und zwar in existenz- und teilsichernder Höhe. Zu dem Wort bedingungslos: Nachdem wir das Grundeinkommen als Bürgerinnenrecht ansehen, kann es nicht von Bedingungen abhängig gemacht werden, weder von Arbeitszwang noch Verpflichtung zu gemeinnütziger Tätigkeit, geschlechterrollenkonformer Verhalten oder der Einkommens- und Vermögenssituation. Bedingungslos heißt, es wird an jeden ausgezahlt. Damit müssten wir ja in der evangelischen Kirche auch keine Probleme haben. Wir sagen ja, die Liebe Gottes ist bedingungslos geschenkt, Elternliebe bedingungslos, also ein Baustein, der sich auch da nahtlos einfügen kann. Zum Thema allgemein: Alle Bürger und Bürgerinnen oder Bewohner und Bewohnerinnen des betreffenden Landes müssen in den Genuss dieser Leistung kommen. Wir streben es eigentlich vorläufig EU-weit an, das wird also nachher dann noch vorgetragen, aber grundsätzlich weltweit. Was bedeutet, dass Menschen nicht gezwungen sind, ihr Heimatland zu verlassen, wenn sie ohnehin dort leben können. Die Höhe des Grundeinkommens wird natürlich unterschiedlich sein, das hängt also vom Land jeweils ab. Was uns auch noch wichtig ist, ist, dass es personenbezogen ausgezahlt wird. Wir meinen, es ist nicht gerecht, wenn es haushaltsbezogen ausgezahlt wird, wie die meisten sozialen Leistungen derzeit. Also jede Frau, jeder Mann, jedes Kind hat individuell ein Recht auf das Grundeinkommen. Es soll nicht abhängig gemacht werden von der eigenen Einkommensvermögenssituation oder der eines Familienmitglieders oder einer Mitbewohnerin oder eines Mitbewohners in der Wohnung. Das ist deshalb auch so wichtig, weil nur so die Kontrollen im persönlichen Bereich vermieden werden können. Lebt man zusammen in einer Wohnung, getrennt und so weiter, das würde ja bedeuten, dass ununterbrochen kontrolliert werden muss, wie sich das persönliche Verhältnis ändert. Und nur so kann man auch dann wirklich persönliche Entscheidungen in Freiheit treffen. Wir möchten, dass das Grundeinkommen in existenz- und teilhabesichernder Höhe ausgezahlt wird. Was heißt das? Die zur Verfügung gestellte Summe soll ein bescheidenes, aber dem sozialen und kulturellen Standard der Gesellschaft entsprechendes Leben im jeweiligen Land ermöglichen. Es soll materielle Armut vermeiden und die gesellschaftliche Teilhabe sichern. Das bedeutet aber, dass der Betrag, der ausgezahlt wird, wir stellen uns das monatlich vor, dass der Betrag, der ausgezahlt wird, mindestens die Armutsrisikogrenze gemäß EU-Standard erreichen müsste. Das heißt, hier ist also gesagt, 60% des sogenannten nationalen median gemittelten Nettoäquivalenzeinkommens bedeutet, dass 50% mit ihrem Gehalt oder Einkommen drüber liegen, 50 drunter, und von diesem Punkt gesehen wird dann 60% gerechnet und das ist dann die Armutsrisikogrenze. Ist von der EU angegeben oder errechnet worden bei ungefähr 990 Euro im Monat. Was auch noch sehr wichtig ist, dass das emanzipatorische BGE den Sozialstaat nicht einschränkt, sondern ganz im Gegenteil ihn erweitert. Alles, was bis jetzt
getan wird in der Infrastruktur, Daseinsvorsorge, in Bildung, Gesundheit, Pflege, Kinderbetreuung, öffentlichen Verkehr, Wasser, Energie, Wohnen und so weiter, muss weiterhin eine wichtige Staatsaufgabe sein. Das BGE inkludiert auch einen Anspruch auf medizinische Betreuung. Wir möchten, dass das BGE eine umverteilende Wirkung hat, von reich zu arm. Das ist deshalb derzeit so notwendig, weil wir wissen, die Schere zwischen arm und reich geht systembedingt immer weiter auf, wenn man nicht gegensteuernde Maßnahmen trifft. Und natürlich werden die Reichen dadurch nicht zu Armen gemacht, sondern es ist also praktisch nur das, was sie hinzugewinnen, wird ein bisschen verringert dadurch. Warum also jetzt so ein bedingungsloses Grundeinkommen? Uns geht es darum, dass den Menschen ein menschenwürdiges Leben gesichert wird, auch Menschen, die nicht von den marktwirtschaftlich geforderten Nützlichkeits- und Leistungskriterien diese Kriterien nicht erfüllen können, steht das Existenz- und Teilhaberecht zu. Bei uns ist es ja so, dass die Leistung derzeit vorwiegend dann gesellschaftlich anerkannt wird, wenn sie mit Geld entlohnt wird. Es gibt aber, wie Sie selbst wissen, andere gesellschaftlich wertvolle Leistungen, die gar nicht abgebildet werden in Geldwertsteigerung, die im BIP gar nicht vorkommen. Also Leistungen, die in Care-Arbeit erbracht werden oder Arbeiten, die in Organisationen gemeinsam gemacht werden, ohne Bezahlung und so weiter. Wir meinen, dass eine Neuorientierung in der Bewertung jeglicher erbrachter Arbeit und Tätigkeit, ob bezahlt oder unbezahlt, notwendig ist. Und damit möchte ich noch betonen, dass das BGE keine Abgeltung sein soll für irgendwelche Tätigkeiten, sondern es soll eine Basis, eine finanzielle Möglichkeit bieten, bestimmte selbstgewählte unbezahlte Tätigkeiten auch existenzgesichert auszuüben. Eine ökonomische Basis, sich eigenverantwortlich und selbstbestimmt in die Gesellschaft einzubringen, in welcher Form auch immer, ob man dann, so stellen wir es uns eigentlich vor, dass es ein Mix ist zwischen Erwerbsarbeit und auch anderen Arbeiten, die dringend nötig wären. Derzeit ist es ja so, dass man entweder Erwerbsarbeit hat und deshalb sich unter schwierigen Bedingungen anderen Dingen auch widmen kann, oder keine hat, aber nicht ohne Erwerbsarbeit leben kann und man dauernd auf Suche oder sich bemüht, so eine Erwerbsarbeit zu bekommen und dann erst recht es schwierig ist für einen, dann auch noch nebenbei andere Dinge zu machen, die also wichtig zu erledigen wären. Wir wissen, dass es hapert daran, dass sich die Leute auch wirklich einbringen in Politik, dass viele also resignieren, weil sie eben die Möglichkeit nicht so haben. Wir müssen daher Bedingungen schaffen, unter denen Initiativen geweckt werden. Wir meinen, eine Entkopplung von Erwerbsarbeit und Existenzsicherung wäre nötig. Das Modell des Alleinverdieners gibt es nur mehr sporadisch mit Normalarbeitszeit und durchgehender Erwerbstätigkeit für immer in einer Firma. Es ist so, dass die Arbeitsverhältnisse brüchig werden, man nicht mehr sicher ist. Es entstehen immer wieder dazwischen Lehrpausen, man wird entlassen, man muss eine andere Arbeit suchen, man muss sich was anderes überlegen, wie man hier weiterkommen will. Und durch eine Entkopplung von Erwerbsarbeit und Existenzsicherung werden neue Formen der Selbstorganisation und kooperativen Produktion umsetzbar, die für die Entwicklung einer ökologisch nachhaltigen Wirtschaft nötig sind. Es werden ganz andere Lebensentwürfe möglich, wenn man existenzgesichert ist, eben durch das BGE. Man kann dazu beitragen, dass Demokratie wieder besser verwirklicht wird, die Macht wirklich vom Volk ausgeht, wenn man sich also mit diesen Dingen beschäftigen kann, die derzeit über unsere Köpfe hinweg entschieden werden. Und eine demokratische Gesellschaft benötigt eben diese Menschen, die sich politisch engagieren, wenn man Änderungen machen möchte.
Es ist auch so, dass man ja nur durch eine gesicherte Existenz die Erwerbsarbeit verändern kann, die also zum Teil sehr destruktiv auch ist, entweder Umwelt ausbeutet oder Menschen und von den Arbeitsbedingungen immer unzumutbarer wird, wenn wir denken an zum Beispiel im Handel Öffnungszeiten, wenn wir denken, dass viele Arbeit ja getan wird und trotzdem man davon nicht leben kann und so weiter. Das wären diese Gründe, aber es gibt noch andere Gründe, nämlich wir meinen zum Beispiel Kinderbetreuung, Hausarbeit, Pflege, freiwillige soziale Tätigkeit, eben in der Gestaltung sozialer Beziehungen und zivilgesellschaftliches Engagement für ökologische Ziele und soziale Ziele, gelten momentan gar nicht als wertschaffend, die kommen im BIP überhaupt nicht vor. Und doch bilden sie eigentlich das Fundament unseres Wirtschaftssystems. Gäbe es die Arbeiten nicht, die da erledigt werden, unentgeltlich, könnten wir auch so ein Wirtschaftssystem in dieser Art gar nicht aufgebaut haben. In Verbindung mit sozialen öffentlichen Dienstleistungen kann das BG beiden Geschlechtern größere Entscheidungsfreiheit in der Kombination und der biografischen Abfolge verschiedener Arbeits- und Tätigkeitsformen bieten. Als zusätzliche Dinge möchten wir auch eine Arbeitszeitverkürzung bewirken, sodass alle Menschen, also seien es Männer, seien es Frauen, sich Arbeit teilen können, Arbeit fair teilen, sowohl Erwerbsarbeit als auch die unbezahlte Arbeit, dass auch Männer bei der Kindererziehung mehr, so wie es viele junge Männer auch sich wünschen, mehr teilhaben können und eben sich auch mit engagieren in gesellschaftlichen Dingen, die außerhalb der Erwerbsarbeit liegen. Und nebenbei würde das eine Aufwertung der unbezahlten Arbeit sein. Und natürlich soll gleicher Lohn für gleiche Arbeit im Erwerbsleben beibehalten werden oder angestrebt werden. Das ist ja noch nicht wirklich verwirklicht. Zur Anerkennung gesellschaftlicher Stellung und Selbstwert ist auch zu sagen, das BGE ist in Richtung Ausweitung der Entscheidungsautonomie wirksam und geht weit über den Charakter einer Sozialleistung hinaus, wenn man bedenkt, dass es eben ja nicht nur um Arbeit und Armutsvermeidung geht, sondern wie man sonst sein Leben gestaltet, in welcher Vielfalt man das machen kann. Ja, das BGE leistet einen Beitrag, hier sind also einige Dinge angeführt, zur Sicherung der Menschenrechte auf Leben und soziale Sicherheit, ohne stigmatisierende Bedürftigkeitsprüfung. Es verhindert Armut und die zerstörerischen Folgen. Wir wissen, Armut macht krank. Arme Leute haben wesentlich öfter mehrere Krankheiten auch auf einmal, eine geringere Lebenserwartung. Dann zur Verringerung der Einkommensschere und Sicherung des sozialen Friedens, zur Verbesserung der Verhandlungsposition Lohnabhängiger und ihrer Interessenvertretung gegenüber den Arbeitgebern und natürlich zur Vereinfachung der Verwaltung und zum Abbau unnötiger Sozialbürokratie. Wenn man es also ab Geburt lebenslang bekommt, ist also da nur wenig nötig. Aber das Wesentlichste ist, glaube ich, zur Befreiung von Lebensängsten. Wir möchten also noch einmal kurz zusammengefasst nicht einen Zwang zur Erwerbsarbeit durch zu geringe Höhe des BGEs, weil dann viele Dinge wegfallen, die uns wichtig sind. Dann wir möchten nicht eine Verschlechterung oder Privatisierung der Infrastruktur oder Abschaffung aller Sozialleistungen. Und wir möchten nicht eine Finanzierung über indirekte Massensteuern deshalb, weil Umsatzsteuer ja die kleinen Gehälter am meisten betrifft, also Leute, die also wenig zur Verfügung haben an Einkommen, setzen alles um in den Konsum oder müssen alles umsetzen für Essen oder Wohnen oder diese Dinge. Und damit würde es bedeuten, dass Leute, die höhere Einkommen haben, nur zu einem geringen Prozentsatz ihr Einkommen versteuern müssen, wenn nicht Kapital und Gewinn entsprechend mehr versteuert wird.
Gut, damit habe ich also das Positionspapier, das liegt rückwärts, ist grün, besprochen, und das Diskussionspapier liegt ebenfalls dort, ist weiß. Und das sind noch die Sachen, die wir auch innerhalb von ATTAC diskutieren und die sich auch zum Teil ändern können. Das wird also mein Mann jetzt noch vortragen. Danke. Ja, also wir haben hier vier Punkte bei diesem Diskussionspapier. Einmal Realisierung des bedingungslosen Grundeinkommens, wer bekommt das bedingungslose Grundeinkommen, dann begleitende Maßnahmen und EU und globale Ebene. Und ich beginne also mit der Realisierung, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. In unseren Augen haben Regierungen die Pflicht, dafür zu sorgen, dass allen, und das ist fettgedruckt, jene Ressourcen und Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die notwendig sind, um an der Gesellschaft umfassend teilhaben und diese mitgestalten zu können. Und jede Gesellschaft kann sich ein angemessenes, bedingungsloses Grundeinkommen leisten. Die entscheidende Frage ist also, in welchem Interesse eine Regierung ihr Budget erstellt. Wenn die nämlich an und für sich zunächst damit beginnt, dass sie den Mensch in den Mittelpunkt stellt und sagt, das soll einmal gewährleistet sein, dass in unserem Land jeder existieren kann, in einer gewissen menschenwürdigen Art, und sich überlegt, was kostet uns das, und das jetzt vom BIP her mal nimmt und sagt, okay, dafür brauchen wir das Geld. Und alles, was dann übrig bleibt, da kann dann die Politik sich über alle möglichen Politikfelder diskutieren, was sie für was noch ausgibt. Aber wenn das im Vordergrund steht, dann ist gar keine Frage, dass das bedingungslose Grundeinkommen finanzierbar ist. Es ist wirklich eine Frage des politischen Willens. Und im Detail kann ich dann ja sehr darauf eingehen. Die Gewichtung in der Politik sollte zur Chancengleichheit, zur Verteilungs- und Geschlechtergerechtigkeit führen. Das wäre eigentlich die politische Aufgabenstellung unserer Meinung nach. Nun, wer bekommt es? Wir haben alle, die im Land dauerhaft wohnenden Menschen sind, haben unserer Meinung nach einen individuellen Rechtsanspruch auf das bedingungslose Grundeinkommen. Das wurde in den Kriterien zu dem bedingungslosen Grundeinkommen bereits erwähnt. Das heißt also, Migrantinnen und Asylwerberinnen haben unabhängig von der Staatsbürgerschaft, das ist ganz wichtig, nach einem noch zu definierenden Zeitraum ein Recht auf das bedingungslose Grundeinkommen, wenn ihr Lebensmittelpunkt in Österreich ist, wenn wir es in Österreich eingeführt haben. Auch Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf ein bedingungsloses Grundeinkommen, das haben wir schon gesagt. Das soll ja so losgehen, der ganze Sozialaufwand ist Geburtsschein, okay, ab dann startet das Auszahlen monatlichen bedingungslosen Grundeinkommen und er stirbt, dann hört es auf. Das ist der gesamte sozialbürokratische Aufwand. Das muss man dann im Vergleich sehen. Ich habe hinten ein Buch für 2012, Sozialstaat Österreich. Das ist so ein dicker Wälzer und ich könnte Ihnen das dann durchgehen und wir kommen, wenn wir in der Finanzierung darauf zu sprechen kommen, was sich da alles erübrigt. Es ist unglaublich, wie vereinfachend diese Idee ist und wir sind total erstaunt, dass die noch immer nicht sozusagen breiteren Raum in all den politischen Diskussionen gefunden hat. Gut, nachdem in Punkt 1 des Positionspapiers angegebene Kriterien für das bedingungslosen Grundeinkommen muss es und soll es existenz- und teilhabesichernd sein. Das bedeutet in Österreich, und da hatten wir den Stand 2010 in unserer Berechnung, 1000 Euro netto 14 Mal. Und für Kinder bis 15 Jahren hatten wir 800 Euro netto 14 Mal angegeben. Die Begründung für all diese Dinge können wir dann im Detail bringen. Ich wollte nur einen kurzen Hinweis auf die 800 Euro für Kinder sagen. Hier erübrigt sich wiederum eine ganze Palette von Familien, Kinder und sonstigen sozialbürokratischen Aufwand, die alle wegfallen mit dem Pauschalbetrag von 800 Euro. Und dieser Betrag ist sowohl bei der Einführung als auch danach jährlich zu valorisieren, sodass es immer gewährleistet ist, dass es eine existenz- und teilhabesichernde Höhe bleibt, die hier ausgezahlt wird. Nun, woher kommt das Geld für das bedingungslose Grundeinkommen? Und hier nur ganz kurz, es gibt zwei Punkte. Es gibt wegfallende oder umzuwidmende Ausgaben. Also zum Beispiel direkt nachweisbare Einsparungen ergeben sich aus dem weitaus geringeren Verwaltungsaufwand. Da ist die Größenordnung rund 2 Milliarden Euro pro Jahr.
etliche Sozialleistungen, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld, Kindergeld, Sozialhilfe, das entfällt alles. Das gibt es dann gar nicht. Es ist dann niemand arbeitslos. Es gibt eben jemand, der Erwerbsarbeit macht und einer, der sonstige Tätigkeiten macht. Arbeitslose gibt es nicht mehr. Das bedingungslose Grundeinkommen stellt eine Basispension auch dar, weil das geht bis ins hohe Alter, bis er stirbt, kriegt er das bedingungslose Grundeinkommen. Das alles wird durch das Grundeinkommen abgedeckt. Und jetzt kommen wir zu den zusätzlichen Einnahmen. Zum Beispiel durch einen progressiven integrierten Tarif, der eingeführt werden sollte gegenüber der heutigen Steuer, die wir haben. Da gibt es ja zwei Bereiche, da gibt es ja einmal die Einkommensteuer und dann gibt es die Sozialversicherungsabgaben. Die fassen wir in dem sogenannten integrierten Tarif zusammen. Das war gar nicht die Attac-Idee, das war vom Wirtschaftsforschungsinstitut eine Idee, die sagen, wenn man die beiden Dinge in einen Topf zusammengibt, alle die Abgaben, die Bürger machen müssen, um sozusagen finanzielle Mittel für den Staat zu gewährleisten, dann hat man sozusagen die Möglichkeit, mit einer progressiven Kurve, eine vernünftige Kurve dann darzustellen, wie die Steuern für die einzelnen Einkommen ausschauen sollen. Das ist eben bei uns dann verwendet worden. Nur um einen kleinen Hinweis zu geben, alleine die Besteuerung des 13. und 14. Monatsgehaltes, das ja sehr steuerbegünstigt ist, wenn man das in den normalen Steuertarif des integrierten Tarifs reinnimmt, bringt pro Jahr 5 Milliarden Euro. Nur die einzige Maßnahme. Und da gibt es so viele, wenn wir in Detail gehen sollten, dass Sie nur so staunen werden, was uns die Politiker erzählen, über was sie Geldsorgen haben und was sie alles nicht machen können. Wenn man anschaut, wir haben alle Daten aus Statistik Austria, aus Finanzministerium und Sozialministerium. Alle haben die Daten. Und wenn man die Daten entsprechend anschaut und sich das überlegt, kann man das sofort nachweisen, dass alles möglich ist, wenn man politische Wille da ist. Wir möchten dann vermögensbezogene Steuern, das ist eine Frage, die selbstverständlich zu lösen ist. Es muss zu einer Umverteilung von Arm zu Reich kommen, weil es eben systembedingt so ist. Bitte? Entschuldigung. Also Reich zu Arm, weil es eben systembedingt so ist, dass die Reichen immer reicher werden. Die können gar nichts dafür. Das System schafft ihnen diesen Reichtum automatisch. Das ist gar kein Witz, das ist so. Ja? Und insofern ist ein Gegensteuern in Rahmenbedingungen unbedingt notwendig, sonst geht die Schere immer stärker auseinander. Und eine Gesellschaft ist ungesund, wenn die untersten und obersten Einkommen dermaßen auseinanderliegen, wie es jetzt im Laufe der Zeit geworden ist. Dann krankt es in der Gesellschaft als solches. Ich bin, wie erwähnt worden ist in der Einleitung, auch ein Mitglied des Netzwerks Grundeinkommen. Und der vollständige Name heißt Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt. Am Anfang habe ich gedacht, das ist so ein langer Titel für einen Verein, das ist ein bisschen überflüssig. Das habe ich dann schon langsam dann mitgekriegt. Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt. Der soziale Zusammenhalt ist bei einer derartigen Spreizung zwischen Arm und Reich nicht mehr gegeben. Es gibt dort den sozialen Zusammenhalt nicht mehr. Es können die untersten Ärmsten mit den Reichsten keine gemeinsame Sprache mehr finden. Das klingt jetzt komisch, ist aber so. Wenn man sich dann zum Beispiel mit irgendwelchen Leuten unterhält, die dann sagen, na, Österreich ist das viertreichste Land der Welt, bei uns gibt es keine Probleme. Die wissen nicht, dass wir 1 Million sozusagen unter der Armutsrisikogrenze Lebende haben und 500.000 in direkter Armut sind. Ja, dann gibt es natürlich die Finanztransaktionssteuer, eine Sache, die selbstverständlich einzuführen ist, gegen die Spekulationen und so weiter und so weiter. Ressourcensteuer, ganz wichtig, wenn wir den ökologischen Aspekt mit hineinnehmen. Es kann so nicht weitergehen auf unserer Erde, dass wir unsere Ressourcen verbrauchen, ohne auf die Nachwelt zu schauen. Und das lässt sich momentan in unserem jetzigen System einfach immer nur über Steuern steuern. Und die müssen dann eben so sein, dass Ressourcen gespart werden, dass die entsprechenden Unternehmen gefördert werden, die auf solche Produkte sozusagen ihre Forschung legen, dass Ressourcen eingespart werden und so weiter. Und dann gibt es auch Mehreinnahmen durch geänderte Mehrwertsteuern. Auch hier, wir wollen also, das wurde ja von meiner Frau ursprünglich gesagt, nicht nur über Massensteuern sozusagen
das Geld fürs bedingungslose Grundeinkommen über Mehrwertsteuern einkassieren, weil das, wie gesagt, die Armen ja trifft, die das ganze Geld ausgeben müssen für das, was sie an Umsatzsteuer zahlen müssen. Aber wenn man das intelligent macht und die derzeitige Unterscheidung in 10% Mehrwertsteuer und 20% Mehrwertsteuer spreizt und all die Dinge, die fürs normale Leben, Essen und so weiter notwendig sind, auf 5% reduziert, dann haben die Armen einen Vorteil durch die geänderte Massensteuer und den anderen Betrag auf 50% erhöht von 20. Gar kein Problem. Für die, die das Geld haben, die können das bezahlen. Das heißt also, von der Seite ergeben sich allein wieder aus der Maßnahme von den insgesamt derzeitigen 32 Milliarden Euro, die die Umsatzsteuer bringt, 5 Milliarden mehr. Einzig diese einzige Kleinigkeit, die wir da zum Beispiel vorschlagen. Und von dem redet die Politik nicht, obwohl das ja ohne weiteres möglich wäre. Und so weiter. Also ich will nur dann auf das Finanzierungsmodell stärker und im Detail eingehen, wenn es gewünscht wird. Was ich jetzt vor allem dann möchte, ist ja diese europäische Ebene dann später genauer behandeln. Aber zunächst nochmal, was bleibt vom Sozialstaat? Neben der Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge, die wir ja im Positionspapier gefordert haben, dass das eine umfassende Staatsaufgabe bleiben soll, sollen alle arbeitsrechtlichen Standards sowie die dafür notwendigen Institutionen erhalten bleiben. Wir sind nicht dafür, dass die Gewerkschaft abgeschafft wird und solche Sachen. Im Gegenteil, wenn die Gewerkschaft erkennt, dass sie das bedingungslose Grundeinkommen sich auf die Fahnen heftet und sagt, damit haben wir plötzlich eine Möglichkeit, gegen all die prekären Verhältnisse und so weiter, die es heute gibt, sozusagen eine Lösung zu bieten, dann wäre das sehr vernünftig. Und situationsbezogene Unterstützungsleistungen in besonderen Lebenslagen bleiben unberührt. Es ist klar, dass wir auch mit den 1.000 Euro pro Monat natürlich nicht spezielle Operationen oder solche Sachen dann bezahlen werden können. Da muss es weiterhin so bleiben, wie hier erwähnt. Die Regelungen bei zusätzlichen Erwerbseinkommen. Der Lohnsteuerfreibetrag heute wird durch das bedingungslose Grundeinkommen ersetzt. Ein zusätzliches Erwerbseinkommen wird entsprechend dem integrierten Tarif besteuert. Also das heißt, wenn die 1.000 Euro kriegt einmal jeder, ganz egal, einfach weil er Mensch ist, weil er existiert, er kriegt es, ob er es braucht oder nicht. Und dann, wenn er Erwerbsarbeit dazu macht, kommt das, was er Erwerbsarbeit erwirtschaftet, dazu. Das heißt, es gibt dann einen Betrag, 1.000 plus irgendwas. Und dann geht man mit dem Betrag in diese neue Kurve des integrierten Tarifs und schaut, wie viel muss er der Steuer zahlen. Und da werden Sie sehen, bei höheren Erwerbseinkommen neutralisiert der integrierte Tarif zunehmend das bedingungslose Grundeinkommen. Und ganz hohe Einkommen werden trotz des bedingungslosen Grundeinkommens netto niedriger sein als heute. Der Schnittpunkt in unserem Modell liegt bei 80% der Österreicher. 80% aller Österreicher haben einen Vorteil, wenn das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt würde. Nur die obersten reichsten 20% haben am Anfang wenig, das ist ungefähr dasselbe wie heute, und später dann einen stärkeren Nachteil. Das schadet aber nichts. Sie sind nicht die Verlierer. Sie verlieren nicht den sozialen Zusammenhalt. Das heißt, die ganze Lebensstandardsituation in einem Land, in dem sich diese Unterschiede nicht zu krass unterscheiden, ist ganz anders, als wenn ich ein Bodyguard brauche, Zäune aufbauen muss, um zu sicher zu sein, wenn ich ein besonders reicher Mann bin und so weiter. Das erübrigt sich alles. Wir brauchen viel weniger Geld in all die Sicherheitskonzepte, wenn wir das Geld in die sozialen Aspekte stecken und daher den sozialen Zusammenhalt herstellen und den sozialen Frieden sichern durch diese Methoden. Gut, und wenn ich jetzt noch geschwind weitergehe, das wäre dann das Finanzierungsmodell, auf das ich, wie gesagt, jetzt nicht eingehe, nur auf Wunsch. Da gibt es das Grundsätzliche zur Finanzierung, Annahme für die Berechnung, dann eine genaue Schilderung des integrierten Tarifs, dann die vergleichende Darstellung, wie es heute ist und wie es dann sein würde und die daraus entstehenden Einnahmen, wenn unser Modell angewandt würde und die Ausgaben, die wir brauchen, um das alles zu finanzieren. Also das ist da alles zusammengestellt und das Ergebnis ist eben, bei politischem Willen ist es finanzierbar. So, und jetzt möchte ich aber bevor wir irgendwie Diskussionen eintreten, und da würde ich ja den Moderator dann bitten, einzugreifen, aber noch kurz die Europäische Bürgerinitiative
für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens in Europa noch erwähnen, weil mir das ganz wichtig erscheint, dass man den Aspekt größer sieht, nicht nur auf Österreich bezogen. Ja, also die Europäische Bürgerinitiative, da gibt es einen Rechtsrahmen dafür, der im Europäischen Vertrag, also EUV ist der Europäische Vertrag, da gibt es einen Artikel 11 und einen Absatz 4 und den habe ich hier abgeschrieben, weil er ganz wichtig ist. Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindestens 1 Million betragen und bei denen es sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten handeln muss, können die Initiative ergreifen und die EU-Kommission auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der Union bedarf, um die Verträge umzusetzen. Das klingt jetzt ganz juristisch, aber der wesentliche Punkt ist folgender. Es geht darum, dass nach Ansicht der Bürgerinnen und Bürger etwas gefordert wird. Und wenn wir meinen, wir wollen eine soziale Union, dann kann das die Ansicht der Bürger sein, ganz egal, was die EU-Kommission denkt. Das heißt, wir sind der Meinung, dass wenn man die EU-Verträge hernimmt, die Präambel liest und dann zum Beispiel die Grundrechtecharta liest, da steht alles drinnen zum Sozialen. Wunderschön. Nur umgesetzt wird es nicht. Und wir sind der Meinung, dass wenn wir jetzt diese eine europäische Bürgerinitiative verlangen, auf die ich dann gleich genau eingehe, dann ist das eine Möglichkeit für die Umsetzung. Ja, und ganz kurz dazu, es gibt also dieses Artikel 24 noch im EU-Vertrag, der eben dann lautet, wie das genau sein soll. Und ab 1. April 2012, das ist also gar nicht lange her, ist er auch nationales Recht in Österreich geworden. Also es musste ja ein Jahr Zeit hatte Österreich, um das in die Verfassung aufzunehmen. Österreich hat das jetzt in die Verfassung aufgenommen, dass es eine europäische Bürgerinitiative gibt. So, und jetzt kann man sie verwenden. Und was ist jetzt da zu tun? Es muss ein Bürgerausschuss gegründet werden. Das ist ganz einfach. Es müssen nur 7 EU-Bürger als Minimum sein, die aus 7 verschiedenen Mitgliedstaaten kommen müssen. Die bilden einen Bürgerausschuss. Und dann kann so eine Initiative eingeleitet werden. Die Registrierung in einem Online-Register der Kommission erfolgt dann. Und dann kommt jetzt der Pferdefuß. Die Europäische Bürgerinitiative sollte nicht, und jetzt wird es schwierig, offenkundig oder außerhalb der Befugnisse der Kommission liegen. Und das ist jetzt ein Problem. Denn bis jetzt heißt das, die Kommission hat keine Kompetenzen im sozialen Bereich oder ganz schwache, präambelmäßige, aber die sozialen Dinge haben in den Nationalstaaten geregelt zu werden. Und wenn man jetzt sagt, und das ist jetzt eine Rechtsauffassungsproblematik, das liegt jetzt offenkundig außerhalb oder nicht außerhalb, dann könnte ein Antrag, den wir formulieren, abgewiesen werden. Das ist also das, was wir jetzt noch überlegen müssen. Die anderen Dinge sind okay, offenkundig missbräuchlich oder unseriös oder schikanös, sollen sie nicht sein. Und offenkundig gegen die Werte der Union zu verstoßen, dürfen sie auch nicht. Das ist eh klar. Aber das eine da oben, das mit den Befugnissen der Kommission, das ist ein Problem. Und deswegen will ich dann noch erzählen, dass es momentan noch nicht so einfach ist. Gut, wie schaut jetzt unsere aus? Die Bezeichnung lautet einfach schlicht bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann muss man hier den Gegenstand definieren, der darf eben nur bestimmte Zeichenanzahl haben, das ist alles in Formularen vorgeschrieben, das geht sich da gerade aus. Unterstützung für die Einführung eines allgemeinen, personenbezogenen, bedingungslosen Grundeinkommens in Existenz und Teilhabe in sicherer Höhe. Und die Mitgliedstaaten sind dann für die Umsetzung zuständig. So steht es momentan hier drin. Und dann kommt das die Begründung, was allgemein ist, das hat meine Frau schon gesagt, das überspringe ich. Was personenbezogen ist, überspringe ich. Was bedingungslos ist, überspringe ich. Was Existenz- und Teilhabe sichernd ist, überspringe ich bis auf den letzten Absatz. Der letzte Absatz, den hat meine Frau dann nicht vorgelesen, weil es für Österreich nicht maßgeblich war. Aber eine gleichwertige Referenzgröße, zum Beispiel ein Warenkorb, sollte insbesondere in Ländern mit massenhaft niedrigen Einkommen und deshalb niedrigen Medianwert
zur Ermittlung der Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens verwendet werden, damit ein Leben in Würde mit gesicherter Existenz sozusagen auch in diesen Ländern möglich wird. Weil wenn die jetzt so wenig haben, dann hilft denen 60% Medianwert gar nichts, weil damit können sie auch nicht leben. Daher muss es zwei Methoden geben und die sozusagen, die in dem Land passend ist, muss dann gewählt werden. Also das wollte ich hier noch ergänzen. Und jetzt zu den Zielen, die stehen auch auf dieser einen Seite, die müssen ja auch so kurz gefasst werden. Die Unterzeichnerinnen fordern die EU-Kommission auf, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens aktiv voranzutreiben. Gemäß den EU-Zielen, soziale Diskriminierung zu bekämpfen, sowie soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz zu fördern, bedarf es dazu eines Rechtsakts der Europäischen Union. Denn jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben, in dem die Existenz und die gesellschaftliche Teilhabe bedingungslos gesichert sind. Das ist sozusagen eigentlich schon alles. Was dann noch weiter passiert ist, dass man einen Anhang dazu schreiben kann, zu dieser Europäischen Bürgerinitiative. Und die ist in dem Fall auch wichtig. Und daher möchte ich da noch ein bisschen drauf eingehen. Aber Sie werden sehen, das ist alles sehr ähnlich wie das ATTAC-Positionspapier. Das bedingungslose Grundeinkommen ersetzt nicht den Sozialstaat, sondern ergänzt und verändert ihn von einer kompensatorischen in eine emanzipatorischen Sozialstaat. Also dieses Kompensatorische ist das, was wir haben mit der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Da wird zuerst einmal geschaut, braucht einer was und dem gibt man dann was. Das Emanzipatorische ist anders. Jeder Mensch hat, weil er existiert und weil er Mensch ist, sozusagen eine Würde und eine Möglichkeit zu existieren von Haus aus, ohne irgendwelche Bedingungen. Das ist eben ein Rechtsakt für einen Bürger. Ein emanzipatorisches, bedingungsloses Grundeinkommen ist durch die folgenden vier Kriterien beschrieben. Hier kommen nochmal die Kriterien. Und dann geht es weiter, auch nur zur Erläuterung. Aufgrund derzeitiger Erwerbsbiografien und mangelhafter Mindestsicherungs- bzw. Sozialhilfesysteme betrachten wir, gestützt auf den EU-Vertrag und auf die Arbeitsweise des EU-Vertrags und die Europäische Grundrechtecharta, die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens als unverzichtbar, wenn die Grundrechte, insbesondere die Achtung der Menschenwürde, Relevanz haben sollen. Das bedingungslose Grundeinkommen für alle schafft Einkommensarmut restlos ab, ermöglicht größere Freiheit des Einzelnen, die eigenen Lebensumstände zu bestimmen und stärkt die gesellschaftliche Teilhabe aller. Und das ist jetzt der Schluss dieses Anhangs. Es vermeidet soziale Spaltung, Neid- und Missbrauchsdebatten und deren Folgen. Das muss man sich vorstellen. Es kann jetzt keiner sagen, ja, der bekommt bei uns zum Beispiel bedarfsorientierte Mindestsicherung und ich muss arbeiten. Das ist alles uninteressant. Beim bedingungslosen Grundeinkommen kriegt es jeder. Da braucht sich keiner aufregen. Diese ganze Missbrauch, die Debatten fallen von Haus aus weg. Und erübrigt aufwendige, repressive und ausgrenzende Festsetzungs-, Kontroll- und Überprüfungsbürokratien. Als diskriminierungs- und stigmatisierungsfreier Transfer beseitigt das bedingungslose Grundeinkommen verdeckte Armut. Das darf man nicht vergessen, viele melden sich gar nicht heute bei dem System. Das bedingungslose Grundeinkommen stiftet sozialen Frieden, stärkt die Identifizierung der Bürgerinnen und Bürger mit der Europäischen Union und sichert ihre politische Teilhaberechte ab. Es fördert die Durchsetzung der Grundrechte. Das ist ja genau das, was wir meinen. Ein Europäer sollte stolz sein können, auf Europäer zu sein, wenn wir eine auch soziale Union hätten, nicht so wie heute. Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens und mögliche Einführungsschritte liegen in der Kompetenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist jetzt so dieser Kompromiss, den wir meinen, auch wenn sie nicht die volle Kompetenz haben in der EU-Kommission für den sozialen Bereich, dann kann das ja in Übereinstimmung geschehen mit den Sozialstaaten. Wir wollen ja von denen nur, dass die vier Kriterien allen Nationalstaaten vorgeschrieben werden und die ihre entsprechenden Sozialsysteme anhand dieser Kriterien anpassen und einführen. Gut, in dieser EBI wird keine Finanzierung vorgeschlagen,
die wir hier machen. Diese wird den Mitgliedstaaten zur Entscheidung vorbehalten. Aber, und da kommt jetzt ein Satz, der ganz entscheidend war in dem letzten Meeting im April im EU-Parlament in Brüssel, wo Philipp van Baris, das war einer der Urväter der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, gesagt hat, er schaut eigentlich anders zur Europäischen Union. Die soll solidarisch sein. Und er sagt, allerdings gibt es eben hier diese Idee, dass es einen von der EU zu finanzierenden Sockelbetrag geben soll, der es den Mitgliedstaaten erleichtert, den Restbetrag zu finanzieren. Das heißt, der Sockelbetrag soll so sein, das ärmste EU-Land soll den Sockelbetrag so hoch kriegen, dass es in ihrem Land Existenz und Teilhabe sichert ist. Alle anderen kriegen den gleichen Betrag. Alle Europäer bekommen den gleichen Betrag. Und dann kann jedes Land, je nach ihrem kulturellen und sozialen Stand, den Rest auf diese wesentliche vierte, auf dieses wesentliche vierte Kriterium sozusagen anheben, das eben Existenz- und teilhabesichernd Höhe ergibt. Und daher auch leichter zu finanzieren ist, wenn der Sockelbetrag schon bezahlt wird. Und zwar von der EU. Weil wir eine Sozialunion wollen und nicht eine, die die Banken nur rettet, sondern die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das ist also eine ganz entscheidende Sache. Gut, und jetzt geht es dann nur noch in Details. Es gibt also die drei Verträge, den Vertrag der Europäischen Union, den Vertrag über die Arbeitsweise und die Grundrechtecharta. Und da haben wir jetzt vorzugeben, wenn wir die Registrierung beantragen, dass wir alle relevanten Vertragsvorschriften angeben, weswegen wir meinen, dass die EU-Kommission es machen muss. Und da gibt es jetzt außerdem das Bürgerkomitee zunächst einmal. Es war jetzt im April, wir haben nicht nur 7 Länder, sondern 14 Länder, das Bulgarien ist mit Fragezeichen geblieben. Es ist also Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Slowenien, Slowakei und Spanien sind alle in dem Bürgerausschuss drinnen und haben also den gegründet, jetzt eben im April dieses Jahres. So, und wie geht das Ganze? Wir müssen auch angeben, wie wir es finanzieren bei diesem Formular an die EU-Kommission. Und da gibt es was Nettes von der EU-Kommission, und zwar stellt die ein Online-Sammelsystem kostenfrei zur Verfügung. Das ermöglicht allen Mitgliedstaaten ohne Kosten Unterschriften zu sammeln, und die werden eingegeben und werden dann als Unterschriften gezählt. Wir brauchen ja aus allen 27 EU-Staaten insgesamt 1 Million Unterschriften, und 7 Staaten müssen mindestens die Schwellen, die für jedes Land vorgegeben sind, sozusagen erfüllen. Ehrenamtliche Mitarbeit ist für alle anderen Belange vorgesehen. Das heißt, das ist natürlich schon ein Nachteil. Alles, was wir da tun, müssen wir privat bezahlen. Also es gibt nichts von der EU finanziert und unterstützt in einer europäischen Bürgerinitiative. Das ist natürlich eigentlich ein schwerer Mangel. So, und jetzt gibt es da in der Beilage, und da gebe ich jetzt nur sozusagen ein Muster. Also im Vertrag der EU steht eben der Artikel 2. Und der lautet so schön: Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Männern und Frauen auszeichnet. Und wir sagen genau das, Begründung für das bedingungslose Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen verwirklicht durch seine Kriterien alle hier genannten Werte. Es bedeutet finanzielle Existenzsicherung und Ermöglichung, an der Gesellschaft mitzuwirken, ohne Bedingungen, verbunden mit Gleichwertigkeit aller Menschen und so weiter. Und so geht das jetzt durch alle Dinge durch. Das mache ich jetzt nicht, weil das dauert zu lang, aber da können Sie sich das vorstellen, das ist total ausgearbeitet. Und was jetzt weiter passiert, ist Folgendes: Wir haben uns auf den Text in Englisch geeinigt, bis Mitternacht und so wie üblich bei solchen EU-parlamentarischen Sitzungen, und haben jetzt ein zweites Meeting in Paris am 7. und 8. Juli, wo wir diesen Text tatsächlich an die EU-Kommission einsenden wollen zur Registrierung.
Und das ist deswegen noch notwendig, weil ja jeder noch ein bisschen die Möglichkeit haben soll, nachzudenken, ist jetzt das die Superversion oder müssen wir noch ein bisschen was justieren? Und wir müssen noch ein bisschen was justieren, haben wir inzwischen festgestellt, aber nur wenig. Das heißt, die Chance, dass wir in diesem Meeting in Paris dann zu einer endgültigen Registrierung kommen, ist sehr hoch. Ob jetzt dann die EU-Kommission es annimmt oder nicht, wissen wir nicht. Und das ist der Unsicherheitsfaktor. Sie haben 1 bis 2 Monate Zeit, die Registrierung anzunehmen oder abzulehnen. Und wir haben den Zeitraum so gewählt, dass es ja eine weltweite Aktion zum bedingungslosen Grundeinkommen gibt. Alle 2 Jahre werden in irgendeinem Kontinent der Erde das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert. Dieses Mal ist Europa dran, dieses Mal richtet München diesen weltweiten Basic Income Earth Network Kongress aus. Und bei diesem Kongress wollten wir den Start der Europäischen Bürgerinitiative für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens in Europa bekannt geben. Wenn die EU-Kommission das ablehnt, haben wir schon einen sozusagen Notfallsplan. Dann haben wir im letzten Tag dieses weltweiten Kongresses schon das nächste Meeting geplant. Wie tun wir weiter? Was tun wir dann, wenn sie es wirklich ablehnen sollten? Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Klage beim Europäischen Gerichtshof gegen die Auslegung der Europäischen Kommission und so weiter und so weiter. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen eigentlich sofort durchkommen und sofort mit der Mobilisierung dieser 1 Million Unterschriften beginnen, weil dadurch die Diskussion mit den Bürgern stattfindet und wir dann sehen können, ob das jetzt wirklich angenommen wird, ob das der Wille der Menschen ist und so weiter. Daher erscheint uns das ganz wichtig und damit wollte ich es momentan bleiben lassen. Dankeschön. Ja, danke schön für diese Informationen. Ihr habt ein sehr optimistisches Bild, visionäres Bild gezeichnet, dieser Zukunft mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Vielleicht sind Sie angesteckt von diesem Optimismus, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, das auch mitzuteilen und zu sagen. Vielleicht gibt es aber auch skeptische Stimmen, die sagen, naja, also ob das geht und wie das geht oder so, dann ist jetzt genau die Möglichkeit, diese Skepsis auszudrücken. Oder vielleicht gibt es einfach auch Fragen, Verständnisfragen, die jetzt Platz haben. Schön wäre, wenn wir das teilen könnten, zuerst mal über das bedingungslose Grundeinkommen und diese Fragen diskutieren und in einem zweiten Teil dann diese Fragen der Bürgerinitiative und wie das geht, damit das nicht so ganz durcheinander geht. Ja, dann schauen wir mal, ob es Fragen gibt, die sich jetzt zum Grundeinkommen und zu dieser Organisation. Bitte, ja. Zur Bürgerinitiative. Ja? Also gibt es zum Grundeinkommen, bitte. Sie haben mit großer Begeisterung referiert und ich glaube, es ist nützlich, wenn ich unterstreiche, dass das nicht Sozialromantik ist, sondern dass nennenswerte Politiker schon Jahrzehnte darüber sprechen. Ich erinnere an den deutschen Politiker Kurt Biedenkopf, der da richtig kämpft seit Jahrzehnten genau um dieses Prinzip. Also keine Bemühung ist vergeblich, alles ist auf dem Wege. Natürlich Frage, welche Hebel können Sie betätigen? Ja, bitte. Ich bin ein bisschen skeptisch. Also ich bin Teil einer 6-köpfigen Familie. Dass hier 6x9 ist 54, 5.400 Euro Grundeinkommen hätte ich bezogen, ich nehme an, netto. Ich hätte bei diesem Einkommen, welches übrigens höher ist als das, was ich auch jetzt als Einkommen habe, keinen Anlass gehabt, eine eigene Arbeit anzunehmen. Sie haben ja auch hier ausgeführt, dass das verhindert werden soll, dass die Leute gezwungen sind, eine Arbeit anzunehmen. Und das hätte mir einen Teil meiner Lebensfreude genommen. Denn ich war eigentlich immer so eine Art Workaholiker. Wenn es irgendwo um Arbeitskraft gegangen ist,
habe ich immer Ja gesagt, war ich immer der, der sich gemeldet hat dazu. Wenn also hier meine Aktivität quasi behindert worden wäre, hätte ich einen großen persönlichen Schaden erlitten. Immer eine noch dazu und dann bitte ganz hinten. Dazu möchte ich vielleicht ergänzend sagen, es gibt mittlerweile einige psychologische Untersuchungen, die genau das Gegenteil sagen, dass nämlich, wenn Menschen freiwillig arbeiten, die sehr gerne arbeiten, sehr viel arbeiten und durchaus nicht jetzt nicht arbeiten, so wie sie meinen, aber wenn sie meinen, dass sie mal eine arbeitsfreie Zeit brauchen und stattdessen eine andere Tätigkeit, sei es künstlerisch, sozial ausüben, das auch problemlos möglich ist. Ich möchte nur eine Frage noch dazugeben, wie weit ist es gedacht, dass hier Betriebe dann den Teil, der durch das bedingungslose Grundeinkommen bereits abgedeckt ist, nicht bezahlen, sondern nur add-on bezahlen, weil da gibt es mittlerweile auch solche Modelle, die in diese Richtung gehen. Dankeschön. Ja, das ist mal zwei Fragen. Die ja, vielleicht eines. Es bleibt Ihnen ja unbenommen, weiterhin Erwerbsarbeit zu machen. Also das bedingungslose Grundeinkommen behindert ja die Erwerbsarbeit überhaupt nicht. Das, was ich mir aber vorstelle, also wenn man sagt, also Workaholic, ich denke schon, dass dann vielleicht etwas anderes zu kurz kommt, vielleicht die Familie doch zu kurz kommt, wenn man also Erwerbsarbeit betreibt, im Übermaß sozusagen. Aber wie gesagt, es ist ja möglich, das zu kombinieren. Und ich glaube nicht, dass mich Geld hindern würde, was anderes auch noch zu tun. Ob das jetzt wirklich Erwerbsarbeit ist oder ob das eine Arbeit ist, für die ich gar nicht bezahlt werde. Ich denke mal, es sind jetzt so viele Sachen notwendig, zu überlegen und dort aktiv zu werden, weil diese Sachen eben von der Regierung oder von der Politik gar nicht erledigt wird. Denken wir an Ökologie, denken wir an die Möglichkeit, wie auch zum Beispiel, wenn man sich außerhalb dieser Erwerbsarbeit stellen kann, wie man dann die Erwerbsarbeit verbessern könnte, dass sie eben nicht so ist, dass viele Leute frustriert sind. Es gibt sicher Jobs, wenn man selber sich das ausgesucht hat und das sozusagen das eigene Hobby ist, aber es ist so, dass viele Menschen sich in ihrer Berufstätigkeit schon verabschiedet haben, geistig von ihrer Arbeit, sondern es nur mehr machen, um überleben zu können, weil ja das die einzige Möglichkeit ist, dass die Existenz gesichert ist. Also an die Menschen muss man ja auch denken. Also ich glaube, dass eine Kombination von vielen Dingen möglich sein kann und mich Geld nicht hindern würde, dass ich mich auch betätige, im Gegenteil. Also hindern würde mich ja, wenn ich kein Geld habe und es schwierig ist, mich für irgendwas einzusetzen, außer im Erwerbsarbeit, die ich vielleicht in dieser Form nicht wünsche, sondern total verbessern möchte. Und ich glaube, dass es natürlich wichtig ist, wenn man aussteigen kann aus der Arbeit, aus der Erwerbsarbeit, dass man erst dann die Möglichkeit hat, wirklich was dran zu ändern, wie die Bedingungen jetzt sind. Also es ist ja vieles verschlechtert worden in letzter Zeit in den Arbeitsverhältnissen, sei es durch Stress oder sei es durch Arbeitszeiten, die also unmöglich sind für manche Menschen. Und der Druck, der auf den Leuten lastet oder dass zu wenig bezahlt wird für die Arbeit. Also ich glaube, ein Kombilohn müsste wirklich ausgeschlossen werden. Das bedeutet, es gibt ja auch nebenher noch Bedingungen, die man ändern will, also einen Mindestlohn, der entsprechend sein muss, und daher wäre es kein Kombilohn, den möchten wir selbst auch nicht. Vielleicht darf ich jetzt noch ergänzend ein paar Sachen sagen. Also erstens einmal das mit der einen Studie, das hat mir gut gefallen, da kennen wahrscheinlich schon einige den Film von Heni und Schmidt, der Kulturimpuls Grundeinkommen. Und da wurde genau auch diese Frage gestellt, ja, würden Sie weiterarbeiten, wenn Sie diese 1000 Euro, sagen wir mal, bekommen? Und da war die Antwort in dieser Studie, dass 60% gesagt haben, ja,
weil mir gefällt meine Arbeit, mich interessiert meine Arbeit und ich würde auch mit dem 1000 Euro allein nicht leben wollen. Ich will kein so bescheidenes Leben, ich möchte mir doch mehr leisten können und ich würde weiterarbeiten. Und 30% haben gesagt, ja, ich würde auch weiterarbeiten, aber mit reduzierter Stundenanzahl, weil mein Zeitwohlstand mir auch was wert ist und das möchte ich eigentlich auch. Ich möchte nicht nur leben, um zu arbeiten, sondern ich möchte leben. Und dazu brauche ich sowohl eine gesicherte materielle Existenz als auch Zeit. Und 10% haben gesagt, naja, ich überlege mir es noch, hat keine wirkliche Antwort gegeben. Und dann sind die gleichen Leute gefragt worden, na, was glauben Sie, machen die anderen? Und dann kommt das Überraschende. Die haben zu 80% gesagt, na, die werden dann nicht mehr arbeiten. Ja? Und das ist dieses komische Bild. Und da habe ich jetzt gerade von einer YouTube-Sendung gesehen von der Biennale im Mai jetzt in Berlin, wo da diskutiert worden ist und da war dieser Heni, dieser Schweizer, mit dabei und der hat in der Diskussion dann plötzlich dann auch gesagt, also ich habe eine These, das ist ganz einfach, der Mensch ist nicht faul. Und dann hat er das Ganze schon erläutert rundherum und so weiter, aber das war einprägsam. Der Mensch ist nicht faul. Er kann frustriert sein, es kann ihm keinen Spaß machen, aber dann ist er schon geschädigt durch das, was passiert ist. Aber vom Grund aus ist der Mensch nicht faul. Und das war ganz interessant. Und wenn ich schon Schweiz jetzt gesagt habe, sollte man vielleicht auch erwähnen, wir haben nur von der Europäischen Bürgerinitiative kurz gesprochen, nicht von der Schweiz. In der Schweiz, die haben die direkte Demokratie ja schon und die haben am 21. April die Initiative gestartet, für eine Volksabstimmung der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens in der Schweiz. Das läuft ein Jahr lang und dann machen sie eine Volksabstimmung, ob sie es einführen oder nicht. Also das ist ganz realpolitisch. Also es ist nicht so, dass es eine Träumerei ist. Das ist tatsächlich so. Die Menschen möchten sich das nicht mehr gefallen lassen, dass die Macht des Geldes alles sozusagen regelt. Dass alles ökonomisch betrachtet wird, dass alles andere, was sozial oder sonst was ist, sozusagen beiseite geschoben wird, nicht bewertet wird und so weiter. Also die Menschen, die Bürger, und da bin ich überzeugt, dass das die Mehrheit der Bürger ist, wollen das nicht. Die wollen ein soziales Umfeld. Ja, gut, es gibt schon wieder ein paar Fragen. Ja. Entschuldigung, bitte. Ja. Sie haben gleich am Anfang gesagt, das BGE ist ja nur ein Baustein von 7 anderen, die Sie aber nicht erwähnt haben. Ich nehme an, es sind dann Baustellen der Gemeinwohlökonomie, die da drinnen sind. Und deswegen glaube ich, dass also das Gemeinwohl, das Grundeinkommen alleine, ohne die anderen, schlecht existieren kann. Ja, also das ist eine ganz gute, sozusagen, ich sammle wieder. Aber die eine vielleicht nur, weil es gerade dazu passt, ad hoc. Ja? Sie haben schon die sozusagen Gemeinwohlökonomie erwähnt und wenn jemand Christian Felber kennt, der das verbreitet und so, wir sind voll begeistert von dem, was er sagt. Also nicht Konkurrenz, sondern Kooperation, nicht Gewinnmaximierung, sondern Gemeinwohlorientierung. Ja? Also die wesentlichen Aussagen. Ja? Und wir sind jetzt nur der Meinung, dass was mit dem bedingungslosen Grundeinkommen jetzt gemacht werden kann, im jetzigen System, noch ohne dass das eingeführt ist, ermöglicht den Menschen, verbunden mit einer radikalen Arbeitszeitverkürzung auf 25 Wochenstunden, die ohne weiteres möglich ist, dass man tatsächlich sich über das alles unterhalten kann und wirklich engagieren kann in der Gemeinwohlökonomie und in all den anderen Transformationspfaden, die ich nur angedeutet habe oder gar nicht erwähnt habe, sondern nur, dass es viele Aspekte gibt, die man betrachten muss. Es ist das nur ein allererster Schlüsselpunkt, der den Menschen frei macht, dass er sich engagiert. Das ist genau der Punkt. Es ist keineswegs die endgültige Lösung. Wir wollen auch ein anderes System. Nicht das, das wir jetzt haben. Aber was wir da tun mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, ist im jetzigen System. Sofort. Und weil jetzt die Krise da ist, brauchen wir es jetzt und nicht irgendwann. Zwei Fragen, ich wollte nur mal daran erinnern, dass insofern das eine welthistorische Situation ist, weil wir die Entfesselung der Produktivkräfte gehabt haben und deswegen unter Umständen wirklich genug für alle da ist, sodass man diese sozialpolitische Maßnahme ergreifen könnte.
Nur das Blöde ist jetzt, da würde ich mal schon als Frage in den Raum stellen, dass dieser Entfesselung der Produktivkräfte eben gerade durch Krieg und Kapitalismus entstanden ist. Die Frage ist jetzt, ob, wenn es uns gelingt, und das hat ja eine innere Logik, ich kann nicht eine Charta der Grundrechte machen, das deklarieren, ohne jetzt auch die Maßnahmen zu ergreifen, dass das mit auf dem Papier steht. Also insofern ist das, hat das ja eine, die Initiative eine unglaubliche Logik und alle reden davon, dass die EU sich weiterentwickeln muss, nicht nur zu einer Wirtschaftsunion, sondern zu einer Sozialunion. Also das bestreite ich nicht. Aber ob nicht angesichts dieser unfassbaren weltweiten Bevölkerungsexplosion wir weiterhin die Entfesselung der Produktivkräfte brauchen, ob das mit den friedlichen Methoden möglich ist, entschuldige, wie ich das als Pause sage, das ist für mich eine große Frage. Wir als Pfarrgemeinde würden ja von so einem System profitieren bis dorthin. Wir leben ja jetzt schon davon. Was denken Sie, wenn wir die nicht hätten, die ehrenamtlich engagiert, die dabei auch Arbeitsbefriedigung bekommen, die sie in ihrem Erwerbsleben nie kriegen würden. Nur, wir können das nicht zahlen, wenn die nicht sozusagen anderswoher Pensionen oder solche Einkommen haben, könnten wir diese großartige Leistung, die unsere Ehrenamtlichen der Pfarrgemeinde erbringen, nie zahlen. Also insofern stimme ich dem zu, dass die Arbeit eine größere Dimension hat. Nur ob das zu halten ist, wenn das alles so friedlich wird und wir auf dem Stand bleiben. Die Dame in der zweiten Reihe. Ja, ich wollte noch, also ich bin ein großer Fan des Grundeinkommens, aber ich sehe zwei Problematiken, zwei große. Wie der Herr hinten angesprochen hat mit den fünf Kindern, ob dann nicht Familien dazu verführt werden, wenn jedes Kind jetzt 800 Euro vom Baby an, was es ja eigentlich nicht braucht, ein Baby braucht keine 800 Euro im Monat, dann hätte eine sehr große kinderreiche Familie eigentlich einen sehr großen Vorteil eines Single-Haushaltes gegenüber. Ne? Also das eigentlich für ziemlich ungerecht. Ob man da nicht besser eine Staffelung einführen könnte, dass ein Baby weniger kriegt und dann geht es halt hinauf oder was weiß ich, erst ab Erwachsenen oder keine Ahnung. Ein Bevölkerungszuwachs in Österreich wäre kein Fehler. Wir haben zu wenig Kinder. Also entschuldige bitte, ich würde mich freuen, wenn wir statt 8, 5 Millionen hätten. Denken Sie an die ökologischen Probleme. Weltweit ist was anderes. Auch in Europa sind wir zu viel. Nein, Österreich und Deutschland leiden an Kindermangel. Ja, das mag ja sein, aber die Bevölkerungsmäßig steigt und steigt und wir sind ja schon viel zu viel. Ja, aber dann haben wir, okay, dann haben wir in der EU mehr und vielleicht woanders weniger, ist ja wurscht. Aber die zweite Problematik, die ich auch noch sehe, ist, wenn man das, also dass man es österreichweit nicht einführen kann, finde ich völlig klar, dass, also ein Einzelland geht einfach nicht. Aber selbst EU-weit ist es doch problematisch, ob dann nicht die EU plötzlich doppelt so viel Einwohner hat. Ich mache zwei Antworten und, oder willst du dann? Nein, das sagt er. Also, der kinderreichen Familie wolltest du antworten. Ja, da antworte ich mal. Wir haben in unserer ATTAC-Inhaltsgruppe Grundeinkommen einen Mann aus Oberösterreich als Gast gehabt, der hat 5 Kinder, genauso. Ja? Und wie wir das diskutiert haben und das gesagt haben, sagt er zu mir genau dasselbe. Naja, das ist ja eigentlich, da habe ich dann plötzlich so viel Geld, das kann doch gar nicht passen, das glaube ich nicht. Ja? Und dann haben wir lange mit ihm über sein Leben diskutiert. Er war mit seiner ganzen Familie noch nie auf Urlaub. Ist das tatsächlich eine Existenz- und teilhabesichernde Situation? Der war zu bescheiden, um zu sagen, das steht mir zu. Ich bin ein Mensch und die 5 Kinder sind Menschen. Da bin ich überhaupt nicht dagegen, dass die das kriegen. Bis jetzt werden ja momentan nur die Familien eigentlich benachteiligt gegenüber den Singles, die mehr und einfacher leben. Dann dreht sich's halt um. Und abgesehen davon glaube ich eben auch nicht, dass man Kinder nur zum Spaß kriegt, weil man Geld dafür kriegt. Das glaube ich einfach nicht. Entweder will man Kinder, dann kriegt man sie, oder man will sie eben nicht. Das Geld wird bestimmt nicht die wirkliche Ursache sein. Und dann stimme ich auch dir zu, vollkommen, irgendwo sollten wir eigentlich schauen, dass die Weltbevölkerung nicht steigt. Und wir sollten in Europa froh sein, wenn wir etwas stabil bleiben. Wir brauchen nicht mehr. Das würde die ökologische Situation ja nur verschlechtern.
Also da sehe ich das auch genauso. Ja? Und das zweite war die Migration, ja? Mit dem, da kommen alle nach Europa. Ja? Das ist genau der Punkt. Unserer Meinung nach ist das bedingungslose Grundeinkommen der Weg gegen unnötige Migration. Nur muss man es weltweit einführen. Und das geht ganz genauso wie in Europa, wenn man will. Also zum Beispiel Brasilien hat also zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen bereits in der Verfassung stehen. Mit einem kleinen, leider, Nebensatz, soweit es finanziell im Budget jeweils machbar ist. Aber immerhin, von den 250 Millionen Brasilianer haben schon 50 Millionen das bedingungslose Grundeinkommen mit einer ganz kleinen Zusatzbedingung, nämlich die Kinder müssen in die Schule gehen, dadurch können sie keine Kinderarbeit machen und kriegen Bildung. Und das ist auch nicht schlecht. Also das, diese Bedingung akzeptiere ich. Ja? Also auch trotzdem noch als bedingungsloses Grundeinkommen. Ja? Also das heißt, es geschieht schon was und es ist nicht so, dass es nicht weltweit diskutiert wird. Überall, in Indien gibt es Riesenprojekte, die sich da auftun und so weiter. Ja? Das wird eben in diesen Weltkongressen, von denen ich gesprochen habe, diskutiert. Jetzt dann wieder in München. Und es muss halt jeder Kontinent nach seinen Möglichkeiten vorgehen. Und Europa bietet momentan halt diese Europäische Bürgerinitiative als Instrument, es zu probieren. Es ist ja eh noch ein schwaches Instrument, weil eigentlich, wenn die Million Unterschriften gesammelt ist, dann kann die EU-Kommission, dann ist es so ausgemacht, dass die Initiatoren im EU-Parlament sozusagen ein Hearing machen können über das mit der Million Unterschriften und so. Und dann ist die EU-Kommission trotzdem nicht gezwungen, irgendwas zu tun. Die kann dann auch sagen, okay, machen wir nichts. Und der Weg ist noch weit von der Europäischen Bürgerinitiative bis zum EU-Referendum, wo dann wirklich die Bürger Europas mitentscheiden, so wie bei einer Volksabstimmung in der Schweiz. Dann entscheiden wirklich die Bürger, ob es eingeführt wird und nicht die EU-Kommission. Ja? Also da sind wir noch weit weg, aber die Geschichten werden schon. Und da möchte ich noch eines sagen. Ich bin gar nicht sicher, wenn wir es, also angenommen, im September 2012 starten, die Millionen Unterschriften sammeln und dann sind wir im September 2013. Und dann wird in Europa die sozialen Unruhen schon so groß sein, wenn keine gravierenden politischen Änderungen eintreten, dass die EU-Kommission heilfroh sein müsste, wenn sie ein Konzept vorgelegt kriegt, das dem entgegenwirkt. Wir wollen radikale Änderungen, um Revolution zu vermeiden. Das ist das Wichtige. Wir wollen keinen Aufruhr, wir wollen keine Revolution. Wir wollen radikale Änderungen in der Politik. Das ist das Ziel, das wir verfolgen. Ja, ich will vielleicht eines noch dazu ein bisschen ergänzen, weil es geheißen hat, Produktivkräfte sind nie so groß gewesen wie jetzt oder Rationalisierung hat stattgefunden und so weiter. Und daher werde genug für alle da. Stimmt genau. Das Problem ist eben die ungleiche Verteilung. Also das ist nicht den allen Menschen gleichmäßig zugute gekommen, sondern es gibt Menschen, die also sehr arm sind und es gibt Menschen, die extrem reich sind. Und ich glaube, man muss die Verteilungsfrage da so beachten, dass man sagt, wir wollen gerne, dass jeder Mensch zumindest menschenwürdig leben kann. Und sei es, weil er eine Unterstützung hat, eine finanzielle Unterstützung, sei es, weil er Zeit hat für die Dinge, die notwendig sind oder die er gerne macht, auch für sich Zeit hat, um zu leben einfach. Und darum meine ich, dass man dieses Thema angehen muss, weil derzeit es ja so ist, dass von Menschen, die also genug Geld haben, die haben auch die Macht, dann zu bestimmen, wie andere zu leben haben. Also wie viel Geld bekommen die, wenn sie was arbeiten oder wie haben sie zu leben. Es gibt Leiharbeiter auch schon, das ist ja praktisch wie Sklavenarbeit. Also ich habe gesehen, es gibt bei Leiharbeitern, die werden verborgt an Firmen mit einem Lieferschein. Ja? Liefert für Hausarbeit jemand. Ja? Also es ist also wirklich arg, wie ungerecht die sowohl die Lebensbedingungen überhaupt verteilt sind, meine ich. Ja, bitte jetzt. Ja, also ich denke mal, ich habe leider den Vortrag nicht ganz von Anfang gehört, aber die Aspekte, die positiven Aspekte sind ja bestechend und es gibt sehr viel, was dafür sprechen würde.
aber ich denke mal, die Diskussion ist doch noch nicht sehr weit fortgeschritten in diese Richtung, obwohl schon ziemlich lang darüber auch diskutiert wird. Zum Beispiel eben das Thema, wie sich das auf die Produktion dann auswirken würde. Wenn zum Beispiel jetzt, sagen wir, 60% weiterhin ihre Tätigkeit machen wie bisher und die restlichen 40% vielleicht nur mehr halb so viel machen, haben wir 20% weniger Produktionsvolumen. Und das heißt, es müsste auch sozusagen, dass der Konsum sich eher auf das Lebensnotwendige und weniger auf das Unnötige oder vielleicht sogar Kontraproduktive sozusagen verlegen. Ja? Viele Dinge, die produziert werden, sind ja völlig unnötig, braucht ja keiner. Aber das ist doch eine sehr gravierende Änderung unseres derzeitigen Wirtschaftssystems, das eigentlich davon lebt, dass immer mehr Dinge produziert, dass sie vielleicht gar nicht so wichtig sind, damit die Wirtschaft sozusagen pumpt und damit Arbeitsplätze und so weiter geschaffen werden. Also diese Umstellung und wie sich das auswirken würde, diese Modelle sind, also es wäre ein Experiment sozusagen am Leben, ja, wo man eigentlich nicht weiß, wie es ausgeht. Ja. Das heißt, man müsste sich überlegen, wie man das vielleicht sukzessive, schrittweise oder sonst irgendwie umsetzen kann mit einem Schlag. Ist das schon eine sehr gefährliche Geschichte, was das dann bewirken könnte. Könnte ja natürlich auch Gegenteil Armut und Sinken des Lebensstandards und so weiter auch bewirken. Also das sind Dinge, die meiner Meinung nach noch nicht wirklich ausgegoren sind. Und darum sehe ich auch den Weg, jetzt in eine europäische Bürgerinitiative zu gehen, ja, kann dazu dienen, dass darüber ernsthafter vielleicht diskutiert wird. Aber ich denke, dass man in Europa hier jetzt auf diesem Stand der Diskussion eine die Million kann man schon schaffen, ja, aber um das umzusetzen, braucht man sozusagen, sollte ja die Mehrheit dahinter stehen und die Mehrheit kann man, glaube ich, momentan mit solchen Dingen nicht überzeugen. Die kann man momentan, glaube ich, nicht einmal von einer Arbeitszeitverkürzung überzeugen, weil die Diskussion eher in die Richtung geht, wir müssen immer mehr arbeiten, damit wir unseren Lebensstandard irgendwie erhalten können. Ja? Was zwar absurd ist angesichts der gestiegenen Produktivität, aber es ist aber offensichtlich so. Also daher die Frage, warum jetzt Europäische Bürgerinitiative, warum nicht sozusagen die Grundlagen und die Diskussion, den Diskussionsstand über dieses Modell verbessern und sozusagen ein Modell zu schaffen, wo man wirklich also die Menschen überzeugen können kann, dass die Umsetzung auch tatsächlich realistisch ist. International gesehen ist das überhaupt problematisch, ja, weil in vielen Gegenden der Welt ist es also so, dass den Menschen ja die grundlegenden Bedürfnisse nicht gedeckt werden und ich glaube, dort kann man nicht sagen, dass dann nur durch Umverteilung innerhalb der Länder sozusagen das geschafft wird, sondern das müsste dann auf internationaler Ebene eine totale Umverteilung sein, was man sich momentan überhaupt sehr schwer vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Also ich sehe viele, viele Fragezeichen und viele Wenn und Aber, obwohl das Ganze sicher grundsätzlich eine gute Idee und ein bestechendes Modell ist. Also ich war, glaube ich, ziemlich am Beginn an diesem runden Tisch mit dabei und habe dann keine Zeit mehr gehabt, so, vielleicht, aber trotzdem. Ich stelle fest, dass das inzwischen unglaublich durchdacht ist, also ganz in die Gegenmeinung von Ihnen, dass da schon enorm viel nachgedacht wurde und geklagt wurde, was mir sehr gut gefällt. Als ich von dieser Möglichkeit, eine Art Volksbegehren EU-weit zu machen, erfahren habe, habe ich mir gewünscht und habe auch Leute von ATTAC kontaktiert, allerdings ATTAC Deutschland, ich wünsche mir einen Jugendgipfel. Ja? Und da denke ich zum Beispiel, einen Jugendgipfel, ja, ja. Wenn ich mir die Situation von Jugendlichen in Italien, in Spanien vor allem, in Griechenland jetzt anschaue, wo ein Ausverkauf der Gebildeten passiert, die nirgend mehr einen Fuß auf den Boden bekommen, für die wäre dieses Grundeinkommen die ideale Startbasis, um in ihrem Land zu bleiben. Und ich möchte einfach auch warnen davor, ich höre jetzt sehr viel, ja, aber,
Ja, aber ist immer eine Relativierung. Und Relativierung, davor möchte ich warnen, verstellt den Blick auf die Opfer. Das hindert an der Wahrnehmung der Opfer. Und deshalb finde ich, sollten wir uns, ich bin Theologin, an Jesus Wort Ja, Ja oder Nein, Nein halten. Und wenn einer Ja, Aber sagt und sich nicht zu einem klaren Ja entscheiden kann, dann soll er auch Nein sagen. Und das bedeutet gleichzeitig ein Einverständnis mit den Dingen, so wie sie sind, wie Erich Fried gesagt hat, wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. Ja, bitte. Ja. Vielleicht kannst du mich dann ergänzen noch. Kurz, also mir hat diese Wortmeldung also sehr gut gefallen. Und es ist so, natürlich weiß man nicht im Detail, wie es ausgeht. Aber wenn wir so weitermachen, wissen wir, wie es ausgeht. Und das geht nicht gut aus. Wenn weiterhin die Jugendlichen, immer mehr Jugendliche arbeitslos sind, wie soll das ausgehen? Kann nicht positiv ausgehen. Ja? Wenn wir weiterhin eine Konsumgesellschaft bleiben, bedeutet das, dass wir unsere Erde derart ausbeuten, dass erst recht wieder die Jugendlichen später keine Möglichkeiten sehen, mehr zu existieren. Und ich glaube, es muss sehr wohl so sein, dass man nicht immer weiter Bedarf wecken darf, sondern sagen, die Bedürfnisse sollen einmal für alle gedeckt werden. Und es ist ja auch das, dass wir eben das weltweit anstreben, dass wir sagen, die Verteilung weltweit. Ja? Natürlich auch zum Beispiel Arbeitsplätze schaffen. Haben wir schon gesehen, durch Wachstum werden keine Arbeitsplätze geschaffen. Es wird rationalisiert und es gibt wieder weniger Arbeitsplätze. Aber durch Arbeitszeitverkürzung können sehr wohl Arbeitsplätze geschaffen werden. Also ich meine, dass man alles verteilen sollte, sei es jetzt die Arbeit in Erwerbsarbeit oder auch die nötigen Arbeiten, die überhaupt nicht erledigt werden, über die zu wenig nachgedacht wird. Wir sehen bei uns schon in unseren Ländern, dass jetzt schon gesagt wird, es ist zu heiß, die Ernte wird schlecht sein und so weiter. Aber was ist mit den afrikanischen Ländern? Wir wissen genau, dass dort noch viel stärker die Hitzeperioden sein werden und so weiter. Und keiner rührt auch irgendwie nur einen Finger, um da was zu unternehmen, um dagegen zu arbeiten. Also es gibt so viele offene Probleme, die wir haben, an denen niemand arbeitet. Und wer soll es auch, wenn man immer einer Erwerbsarbeit nachläuft, die vielleicht sogar auch schädigend sein kann. Ja, darf ich auch ergänzend noch ein paar Punkte zu diesen Wortmeldungen sagen. Zunächst einmal, SOL ist auch sowas Ähnliches wie ATTAC, eine NGO. Und die Abkürzung SOL bedeutet Solidarität, Ökologie, Lebensstil. Und das ist ganz was Wichtiges. Das ist exakt gegen die Konsumgesellschaft, der Lebensstil. Wir müssen einen anderen Lebensstil uns angewöhnen, sonst ist die Ökologie nicht gesichert und so weiter. Und die Umverteilung, da geht es nicht nur um die Umverteilung von Geldern, von Reich zu Arm, das ist natürlich eine Geschichte, die wichtig ist, aber es geht um Umverteilung von Bedingungs- und Gestaltungsmacht. Das ist das Wesentliche. Wir dürfen den sogenannten Eliten nicht mehr erlauben, dass sie gestalten, wie Politik geschieht. Sie haben es schlecht gemacht. Zumindest die neoliberale Politik in letzter Zeit war nicht in Ordnung. Und hat mehr Menschen arm gemacht und einige wahnsinnig reich. Und das ist ausgesprochener Unsinn. Ja? Und das, was dort versprochen wurde, wenn die Reichen reicher werden, kriegen die Armen auch was, ist nicht eingetreten, ist empirisch widerlegt, stimmt einfach nicht. Ja? Also das ist mal diese eine Geschichte, die ich sagen wollte. Und dann Umverteilung in armen Ländern. Es gibt in Afrika irrsinnig arme Länder, die sofort durch Umverteilung finanzieren können. Namibia, ein Land, die die stärkste Ungleichheit zwischen Reich und Arm hat. Die können locker das bedingungslose Grundeinkommen in ganz Namibia einführen. Nur die Reichen müssen es Geld hergeben. Die Reichen brauchen wir fürs bedingungslose Grundeinkommen und sie brauchen es für einen sozialen Frieden, sonst haben sie den irgendwann nicht mehr. Ja? Also so zum Beispiel. Und dann das mit dem Jugendgipfel, hat mir sehr gut gefallen. Es gibt übrigens eine europäische Bürgerinitiative,
die aus den Jugendlichen heraus, Occupy-Bewegung und so weiter, kommt, die sagen, wir wollen eine Perspektive. Ja? Und die sind schon an uns herangetreten und haben gesagt, sobald ihr registriert seid, wir arbeiten mit euch zusammen. Wir unterschreiben alle das bedingungslose Grundeinkommen. Unterschreibt ihr dann unsere Forderungen, dass die Jugend Perspektiven braucht. Selbstverständlich werden wir das tun. Das heißt, es kommen ganz andere Gruppen zusammen durch so ein System, dass plötzlich die Völker miteinander zum Reden beginnen, auf verschiedenen Bereichen. Das finde ich ganz wichtig. Und noch einmal zur Ökologie. Wir fahren jetzt gerade übermorgen nach Kärnten. Dort gibt es die 10. Konferenz der Zivilgesellschaft Österreichs. Und dort ist das Thema Rio plus 20 und wie geht es weiter? Ein ganz wesentlicher Aspekt der ökologischen Zukunftsbewältigung. Und wir sind schon wieder so wenig, die dorthin fahren. Weil die Leute sagen, ja, wir können nicht, wir haben keinen Urlaub, wir haben kein Geld, wir können uns nicht engagieren. Das ist ja lächerlich. Die Welt geht zugrunde und wir können uns nicht engagieren. Weil alle entweder Arbeit suchen oder überlastet sind. Und nur die Pensionisten, die schaffen es nicht. Und nur die Studenten, die schaffen es auch nicht. Es muss die Gesamtbevölkerung sich einsetzen und sagen, das ist unsere Welt und wir müssen was tun. Ja, natürlich kommen wir auch zu den Fragen der Bürgerinitiative. Und zwar, was ich einmal wissen wollte, ist die EU-Kommission, ja, wenn die ablehnt, was ich eher für wahrscheinlich halte, muss sie das begründen? Muss sie sich irgendwie rechtfertigen? Das würde mich interessieren. Dann habt ihr gesagt, es ist keine Revolution. Ich glaube schon, es ist eine Revolution. Es kommt mir vor wie die zweite Aufklärung. Und ich glaube, es wird sicherlich, und da bin ich eher bei dem Herrn, sehr viel Widerstand geben, was uns aber nicht hindern sollte, das irgendwie weiter voranzutreiben. Und dann würde mich interessieren, bis jetzt, wie verhalten sich die Medien und die Berichterstattung? Weil das ist ja auch so ein Teil der gesamten Geschichte, dass ja solche Initiativen gerne geschrieben werden, dass darüber nicht berichtet wird. Und deshalb sind auch, glaube ich, sehr viele von uns nicht so gut informiert über das, was ihr tut. Und wie verhalten sich österreichische Politiker und Parteien? Was hat sie da für Erfahrungen? Das würde mich auch interessieren. Schauen wir, gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Die hervorragende Diskussion und diese sehr interessante Tagespolitik setzt sich eher mit Mindestlohn auseinander. Ich habe das Buch erst jetzt bekommen, habe es nicht durchgeblättert, zur Tagespolitik in Österreich. Aber die 25-Stunden-Woche, ja, glaube ich nicht, dass die Lösung ist, weil wenn Sie die Wegzeit zur Arbeit und das ganze Verkehrsaufkommen rechnen, das ist, glaube ich, nicht die Lösung, die Einstellung zur Arbeit, dass man sagt, ich arbeite ein Jahr 40 Stunden und dann mache ich ein Jahr Pause oder andere Sachen oder ehrenamtliche Sachen, das ist die Lösung. Nur das Schlagwort, das ist sehr plakativ, 25 Stunden Woche und alle haben Arbeit, das führt nur zu Problemen. Ja, also ich wollte jetzt drei nachantworten. Ja? So, Daniela als erstes, die EU-Kommission muss begründen, wenn sie es ablehnt. Also sie wird, und da findet sie natürlich Gründe aus juristischer Sicht, dass sie wahrscheinlich irgendwie sagt, sie hat nicht genügend Kompetenzen und so weiter. Ja? Das würde sie kennen. In einem Meeting in Brüssel von Alternative Europe, da sind zivilgesellschaftliche Organisationen, 100 Leute von allen möglichen Bereichen, Gewerkschaften und so weiter, da zusammengekommen, war ganz eindeutig die Aussage, uns interessieren die Juristen der EU-Kommission mit einer solchen Aussage nicht. Das ist etwas, was die Bürger sagen können, was sie wollen. Und der Jurist, ob er da jetzt ablehnt, wir dürfen keine Kompetenz verschieben. Problem haben sie, wenn sie es nicht wollen. Sie haben den Fiskalpakt rund ohne EU-Vertrag machen können, weil sie es wollten. Und sie können die Sozialunion machen, wenn sie es wollen. Eine juristische Begründung allein ist nichts wie eine Ausrede. Ja? Sie kann stichhaltig sein, aber sie ist eine Ausrede. Mangelnder politischer Wille. Das war zum Ersten. Das Zweite, Revolution. Ich sage das deswegen immer, weil ich keineswegs Aufruhr, Revolution, angezündete Autos, eingeschlagene Geschäfte, das will ich nicht. Gewalt ist kein Mittel zur Problemlösung. Ja? Entschuldigung. Sondern, und deswegen verwenden wir aber umgekehrt das Vokabel radikale Veränderungen, an die Wurzel gehende Veränderungen, aber in der Politik.
Die soll es machen. Dazu ist sie ja da, dass sie das tut, um Revolutionen zu vermeiden. Und wenn wir dann so ein erstes Kind haben, so ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann werden die Bürger sich schon selber darum kümmern, dass die Politik anders, besser und sonst wie wird. Aber das brauchen sie einmal. Ja? Wenn Sie sich anschauen, Frankfurt vor kurzem, wo da sozusagen protestiert werden wollte und die Stadt Frankfurt Demonstrationen verbietet. Ja, was sind wir denn? Ja? Also das ist ja wirklich ein Skandal. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube dir, dass die sozusagen die Sicherheitskräfte ausgebaut werden, den Staatsapparat ausgebaut wird, um die Eigentumsrechte zu schützen. Und das ist eine große Frage. Wir müssen die Eigentumsfrage hinterfragen. Die ist seit dem römischen Recht so. Die muss nicht allerweil so sein. Und wir haben so eine lustige Geschichte von Rousseau gehört, der es erzählt hat, wenn wir am Anfang haben und jeder in der Urzeit also mal gesammelt hat und so weiter und plötzlich sind sesshaft geworden und einer hat einen Pflock eingeschlagen und hat sein Feld abgegrenzt, da hätten alle hingehen müssen und sagen, bist du wahnsinnig, was soll das, reiß die Pflöcke weg, das ist unsere Erde. Da hätte schon die Eigentumsfrage sozusagen hochkommen müssen. Okay, okay. Aber drum, zumindest, wenn man Revolution sagt, wollen wir geistige Revolution sagen, damit man es von Gewalt unterscheidet. Ja? Das war das eine. Dann die Medien, war eine dritte Frage von dir. Bei den Medien haben wir gestern, waren wir im Radio Kulturhaus und haben uns angehört, Klartext mit Georg Gysi, Linker, Deutschland, und Hannes Roboter, EU-Kommissar, Entschuldigung, EU-Abgeordneter und sozialistische Fraktion. Sozialistische Fraktion. Ja, so, und da war es jetzt ganz spannend. Was Gysi gesagt hat, war in meinen Augen super. Was Hannes Swoboda gesagt hat, war aus seiner Sicht auch super. Er hat aber nur die Realpolitik im Auge und sagt, wir müssen Kompromisse machen. Das ist das Einzige, was immer im Vordergrund steht bei ihm. Und dabei bleibt dann das Problem, dass es zu keiner radikalen Änderung kommen kann, weil er meint, die geht nicht. Das ist eine Frage des Wollens und nicht zu sagen, das wird nicht gehen. Ja? Also wenn sie schon aufgeben und von Haus aus Kompromisse machen, weil sie sagen, das ist Realpolitik, dann ist schon vorbei. Und Gott sei Dank ist ATAC und die Bewegungen keine Partei. Wir brauchen nicht um Mitglieder werben. Wir sagen, was wir glauben, was sein soll. Ja, und müssen nicht gewählt werden. Sondern wir wollen ja allen Parteien eigentlich sagen, nehmt das ins Programm, vielleicht wird es was. Oder kriegt schon die Stimmen, wenn es was Vernünftiges ist. Ja? Also das war zu den Medien zum Beispiel ein Stichwort. Also dort müsste man natürlich mit denen diskutieren. Nur noch ein Hinweis. Club 2 war bedingungsloses Grundeinkommen schon festgesetzt. Ein deutscher Kollege hat schon die Flugkarten gehabt, wurde abgesagt. Wir wissen den Grund nicht. Aber man kann sich es vielleicht vorstellen. Okay. Das nächste ist zum Beispiel die Frage jetzt zum Mindestlohn. Ich bin auch der Meinung, die 25 ist einmal ein Schlagwort. Ja? Und da wollte ich nur sagen, das kann anders gestaltet werden. Es kann zum Beispiel eine Viertageswoche sein, die dann insgesamt nicht mehr gibt und lauter so Sachen. Ja? Und bei der Kurzarbeit in der Föst gab es solche Modelle, die dann sogar die Leute zufrieden waren. Die hatten sogar nicht vollen Lohnausgleich und waren mit dem Zeitwohlstand, den sie erlebt haben, zufriedener als zuvor. Also das geht schon. Die Leute wissen schon auch, was sie ihnen gut tut und so weiter. Aber es ist immer die Frage, zum Teil in dem Fall wirklich, des Zeichensetzens. Wir haben also heute gelesen, dass es in Frankreich die Aussage gibt, in öffentlichen Betrieben wird 1 zu 20 eingeführt. Mindestlohn 1 und keiner der Manager darf mehr haben als das 20-fache. Also das war von ATTAC vor kurzem eine Forderung. Der französische Mann hat es übernommen. Es wird noch viele solche Forderungen von ATTAC geben, die dann kommen. Diese Arbeitszeitverkürzung, die radikale, um Arbeit zu verteilen, die Halbtagsgesellschaft sozusagen, die Männern und Frauen die Möglichkeit gibt, Familie, Beruf und alles zu koppeln, kann man intelligent machen. Man muss den vollen Lohnausgleich nur am unteren Ende geben. Die weiter oben, die mehr verdienen, die brauchen keinen vollen Lohnausgleich, wenn sie statt 40 Stunden 25 Stunden kriegen. Als Zeit, ja, und so weiter. Und außerdem haben wir auch Experimente gesehen, dass es geht, auch mit 25 Wochenstunden in obersten Etagen zu kooperieren.
Zum Beispiel Deutschland, Bischof, Bischof und ein Bischof und die Frau Bischof haben sich den geteilt, den Job, ja, zum Beispiel. Ja? Die haben das vorgelebt, dass das geht, ja? Und so weiter. Okay. Ja, sind noch offene Fragen im Augenblick da, bitte. Die Gesamtfinanzierung, die ist ja also mal ausgeklammert. Aber wenn ich jetzt nur einmal kurz das rechnen darf, was Sie sagen, so pauschal mit 1000 Euro pro Person, dann ist das eine jährliche Budgetbelastung von 120 Milliarden Euro. Punkt. Moment. Wir haben eine gut gehende Wirtschaft, die intensiv leistet, und trotz dieser starken Leistung dieser Wirtschaft, die wir jetzt haben, sammeln wir immer noch in unserem Staat neue Schulden ein. Oder wir müssen drastische Eingriffe machen, um von den Schulden runterzukommen. Das ist auch ein Indikator. Und das Dritte ist, wenn man nun die Arbeitskraft ein bisschen so beliebig in den Raum hineinstellt, dass jetzt will ich noch oder ich will jetzt nicht mehr, ich will also nicht mehr 40, jetzt nur noch 25 Stunden arbeiten, und das Beispiel, das gibt es dann mehrfach, dann werden Betriebe in Schwierigkeiten kommen und in erhebliche Schwierigkeiten kommen. Überall an den Schlüsselstellen wird es dann überhaupt mangeln. Und das Vierte ist, was es vielleicht noch nicht bedacht ist, wir haben ein Nord-Süd-Gefälle in allem, wir haben ein Ost-West-Gefälle, und wir haben heute noch Leute, die in Rumänien und Bulgarien von 300 bis 400 Euro Monatseinkommen leben müssen und schauen müssen, wie sie über die Runden kommen, und da wird es etwas schaukeln. Es gab schon große Anstrengungen, dass Deutschland Ost-West einigermaßen vereinigen konnte, und die leiden noch heute unter dieser fiskalischen Problematik. Und so sehe ich halt einige Probleme darin. Schön, der Traum wäre schön, wenn es so wäre, dass es das Ziel erreicht, das man sich hier vorstellt. Aber der Weg dorthin, ich glaube, der ist noch nicht durchgerechnet. Um nur auch noch ein Beispiel der anderen Art zu sagen, verschiedene Dinge wird man nicht so leicht ausräumen, auch wenn man diese ganzen Gesetze, die man jetzt gerade macht mit Transparenz und Korruption. Nur ein ganz jüngstes Beispiel. Die Facebook-Aktienbegebung war da. Einer der Inhaber, ein Insider, der hat sich 6 Monate vorher mit seinem Wohnsitz von USA nach Südostasien verabschiedet, weil er von dieser Aktienbegebung sehr viel Geld realisiert. Und die Steuerersparnis durch diese Transaktion bringt 67 Millionen Dollar, nur weil der seinen Wohnsitz verlegt. Die Reichen, die sind teilweise gar nicht mehr in der Schweiz, die sind schon in Fernost. Sie werden an diese Geldbeutel nicht herankommen, weil der globalisierte Finanzmarkt vieles gar nicht zulässt, gar nicht erfasst. Und viele der Dinge sind gar nicht mehr durch die Transaktionssteuer in den Griff zu kriegen, sondern die sind eigentlich schon ganz woanders geparkt. Ja, das war also noch eine letzte mächtige Anfrage, die euch die Möglichkeit gibt, ja, zu antworten und auch sozusagen das mit dem Schlusswort zu verbinden. Machst du dann das Schlusswort und ich rede was noch dazu, ja? Nein, ich wollte es nicht. Dann machen wir es umgekehrt. Also bitte, sag du was. Also vielleicht kurz nur eine kleine Bemerkung von mir, nämlich Betriebe, die in Schwierigkeiten kommen. Ja, mag sein, aber diese Betriebe müssen sich dann eben auch überlegen, wie die Arbeit entsprechend ausschauen kann, dass die Leute sie auch annehmen und dort arbeiten wollen. Also muss attraktiver werden, die Arbeit und so weiter. Und ich meine, derzeit ist es ja so, dass nicht Betriebe in Schwierigkeiten kommen, es kommen die Menschen allgemeine Schwierigkeiten. Also
Die Menschen, mit den Menschen wird jongliert. Es ist sehr wohl möglich, Menschen zu entlassen. Die haben also keine Sicherheit dann. Ja? Und beliebig mit ihnen zu jonglieren, ihnen Löhne zu zahlen, die also unter jeder Kritik sind und so weiter. Ja? Also ich denke, das muss eben ein Zusammenarbeiten sein. Wenn man möchte, dass die Menschen ihre Arbeit gern tun, dann muss sie eben auch so gestaltet sein, dass sie gemacht wird. Und dass nur immer die Arbeitnehmer diejenigen sein sollen, die flexibel sein sollen, sehe ich nicht ein. Also ich denke schon, dass das partnerschaftlich zwischen den Betrieben und den Arbeitnehmern gelöst werden kann. Und ich denke auch, die globalisierte Wirtschaft, also wir brauchen uns ja selber immer die Probleme auch ein. Also wenn wir zum Beispiel sagen, es gibt ein Konkurrenzdenken zwischen Europa, zwischen Asien und so weiter. Wir können das ja verhindern in der globalen Wirtschaft auch. Wir können verhindern, dass wenn in einem Land nicht mit Menschenrechten gearbeitet wird, dass diese Waren eben nicht zu diesem billigen Preis zu uns hereinkommen und uns Konkurrenz machen können. Wir können sehr wohl sagen, dann wird eben etwas aufgeschlagen, ob man das jetzt Zoll nennt oder wie auch immer, dass diese Waren den gleichen Preis haben, zumindest wie bei uns. Man könnte auch sich überlegen, also es gibt ja viele Möglichkeiten, man könnte sich überlegen, dieses Geld, das hier zusätzlich hereinkommt durch die Zölle, wird eben dafür verwendet, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden in den Ländern, gebunden wird an diese Bedingungen, warum also auch nicht. Zurückgegeben. An die Länder sogar zurückgegeben wird, damit dort die Arbeitsbedingungen verbessert werden und so weiter. Also natürlich gibt es viele Probleme, die zu lösen sind. Also das bedingungslose Grundeinkommen wird nicht alle Probleme lösen können. Aber es ist einmal ein Anstoß, ganz anders überhaupt zu denken, ganz anders zu überlegen, wie stehen wir in Beziehung mit anderen Menschen. Wir wissen, was privat unseren Beziehungen gut tut, aber in Geschäftsbeziehungen schaut es ganz anders aus. Also da noch von Vertrauen zu sprechen oder sowas, das ist ja fast nicht mehr möglich. Ja? Also ich denke, wenn man also das noch einmal neu überdenken kann, und da ist wirklich, so wie Sie gesagt haben, sehr viel Diskussion, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit noch notwendig, um darüber zu diskutieren und es den Menschen selbst bewusst zu machen, denn oft wissen ja nicht einmal die Betroffenen selbst, dass für sie das was besonders Gutes wäre. Ja? Also wieder sich zu überlegen, wie die Werte gestaltet sein könnten, wie wir überhaupt ganz anders leben könnten, als wir es jetzt tun, gehetzt und gestresst und mit Burnout und so weiter. Ja? Also das müsste man sich ja schon überlegen. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz auf ein paar von den Argumenten eingehen. Also die Geschichte mit den reichen Amerikanern, die da in den Osten abwandern und dort die ganze Steuer sozusagen Hinterziehung betreiben dadurch. Da war gestern eben auch in diesem Radio Kulturhaus sowohl von Gysi als auch von Hannes Swoboda eindeutig gesagt worden, man müsste ein Gesetz einführen, dass die Steuern an die Staatsbürgerschaft gebunden sind. Dann hilft es dem gar nichts, dem Amerikaner, der dort aussiedelt, weil dann zahlt er in Amerika die Steuer und nicht dort nach den geringen Steuergebühren. Das heißt, es ist auch das wieder eine Frage der politischen Willensgebung. Und beide haben gesagt, ja, da können sie sich treffen, da können sie kooperieren im EU-Parlament, dass sie das tun, dass ab irgendeinem Zeitpunkt die Staatsbürgerschaft ausschlaggebend ist für dorthin, wo man Steuern zahlen muss, zum Beispiel. Das war ein Punkt. Ein anderer Punkt war, dass zum Beispiel ein Interview mit dem Soros war. Den ja, viele kennen, diesen Multimilliardär und so weiter, ja, der also durch solche Spekulationen irrreich geworden ist und der in einer Talkshow dann gefragt worden war, na, ob er denn ein schlechtes Gewissen hat. Und da hat er gesagt, nein, habe ich nicht. Und dann hat man ihm eins nach dem anderen vorgeführt, was er alles angestellt hat durch seine Dinge, wo Hunger entstanden ist und so. Und gesagt, na, haben Sie da wirklich ein schlechtes Gewissen? Sagt er, nein, habe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Das schlechte Gewissen muss nicht ich haben, sondern die Politiker, die mir das alles gestatten. Und das ist also tatsächlich der Fall, dass die Politik schuld ist. Die Politik hat die Gestaltungsmacht, nur benutzt sie es nicht oft. Und da ist die Frage Korruption und so weiter auch noch mit dabei, klarerweise. Ja? Und das andere mit Rumänien da, 200-300 Euro nur und so, ja, alles klar. Aber da wäre dieser Vorschlag von Philipp van Baris, den ich erwähnt hatte,
dann kriegt eben dort jeder Rumänier mal 300-400 Euro schon bedingungsloses Grundeinkommen als Sockelbetrag. Und die anderen müssen es halt aufstocken, damit sie da gescheit leben können. Das soll halt die EU zahlen. Und das soll die Solidarität in Europa nicht nur ein Wort bleiben, sondern zur Tat schreiten, dass die, die mehr haben, mehr zahlen, dass mehr Gleichheit in Europa passiert. Das ist ja dann das, was wir unter Solidarität verstehen. Und in diesem Gesichtspunkt sehe ich das ganze bedingungslose Grundeinkommen als einen Baustein der Diskussion zur Solidarität. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke vielmals. Ich glaube, wir haben viel Informationen bekommen. Wir haben Skepsis gehört. Wir haben den Schwung verspürt der Sache. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Bitte, dass Sie weiter darüber diskutieren mit anderen. Und ich danke euch, dass ihr diese Informationen gebracht habt.